Ehrlich, schrecklich. Ehrlich, es hört sich einfach an wie dieser Gag mit dem Kind, das Flöte spielt und es einfach überhaupt nicht kann. Genauso hört sich das auch an. Ja, hau das davor. Ja, ich hau das einfach davor. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einer neuen Movie-Review/Star-Wars-Talk. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für die rege Teilnahme an dem letzten Podcast. Der ist jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden online und die Resonanz war echt dafür, dass so lange nichts mehr kam, finde ich absolut riesig. Und ja, eure rege Teilnahme an den Kommentaren wurde natürlich auch registriert, alles durchgelesen, nicht alles beantwortet, aber auf jeden Fall alles durchgelesen und werde noch den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Jetzt haben wir uns aber, wie in dem letzten Podcast, mehr oder weniger schon angekündigt, wieder hier eingetroffen, um über Episode 2 die dementsprechende Review zu machen. Episode 1 ist ja schon online. Wenn ihr die Review noch nicht geschaut habt, dann schaut doch da erstmal rüber und hört euch den Podcast an. Und dementsprechend, ja, Episode 2 ist jetzt dran, mal eine ausführliche Nerdbomb-Review zu bekommen. Und dementsprechend, ja, haben wir auch wieder unsere Star-Wars-Crew hier mit am Start. Den guten Göster, Saw, Gösterra, grüß dich, mein Bester. Moin, schön wieder hier zu sein. Und auch der gute Jonathan, Bib John Tuna ist wieder am Start. Grüß dich, mein Bester. Schönen guten Abend, freut mich dabei zu sein. Ja, wir werden jetzt nach und nach, wie gesagt, die ganzen Episoden nochmal aufarbeiten und da auch nochmal eine Review dazu machen. Ist ja bei euch ganz gut angekommen und auch ich habe da mal Spaß dran, das ganze Ding so zu behandeln, wie als, ja, mehr oder weniger, ne, kommt mal aus dem Kino und muss den ganzen Film mal so ein Stück weit einschätzen und wirklich mal komplett in Nerdbomb-Manier auseinanderpflücken. Und das werden wir jetzt auch dann tun. Wie gesagt, diesmal Episode 2 Attack of the Clones ist bei uns in Deutschland damals, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke jetzt nochmal auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube irgendwie 12. Mai oder irgend sowas ins Kino gekommen. 16. Mai war es, genau. 16. Mai in die deutschen Kinos gekommen. War heiß ersehnt nach dem doch für die damalige Zeit schon kontrovers eingeschlagenen Episode 1 Teils, wollte man dann sehen, ob Lukas da mehr oder weniger Korrekturen vornimmt und in welche Richtung es geht. Und ich muss erstmal sagen, mich würde persönlich interessieren, bevor wir jetzt auf die ganzen typischen Review-Punkte eingehen, wie es denn nach Episode 2 aussah bei den Jungs, was sie sich gewünscht haben, was sie denn sich erhofft haben, in welche Richtung Episode 2 gehen wird und vielleicht auch, wann sie denn den ersten Episode 2 Trailer gesehen haben, ob sie das noch wissen. Und da würde ich sagen, Jonathan, fangen wir mal bei dir an. Als du damals als wahrscheinlich noch relativ kleiner Butchie aus dem Kino gekommen bist und dann Episode 1 verdaut hast, was hast du dir denn von Episode 2 damals gewünscht, wenn du da überhaupt noch so ein bisschen zurückgehen kannst in die Gedankengänge? Und weißt du noch, wann du den ersten Episode 2 Trailer gesehen hast? Also du hast es schon angesprochen, ich war so jung, dass ich das tatsächlich gar nicht mehr so 100% weiß. Aber das Einzige, was ich noch weiß, ich habe damals den Trailer halt gesehen und da lief er damals noch im Fernsehen. Und da war ich mega gehypt, weil ich fand Episode 1 damals extrem gut, weil ich ja einfach sehr klein war. Und war eigentlich total gespannt auf den nächsten Film und habe mich halt vor allen Dingen auf dieses Clone Wars Thema halt gefreut. Also das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Okay. Aber wirklich eine spezielle Erwartung hatte ich ehrlich gesagt nicht, weil da hatte ich mich noch nicht so massiv mit Star Wars beschäftigt. Okay, weißt du noch, wann du genau den Trailer gesehen hast zur Episode 2? Puh, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich irgendwann saß abends da und dann fing die Musik an und dann kommt ja immer dieses Lukas-Film und ich habe meine Schwester gerufen, komm her, der neue Trailer! Und ich reingerannt, was? Und dann, aber wann und wie und wo das genau war, also ich weiß noch im Wohnzimmer bei mir, aber Details sind da ein bisschen verschwommen. Okay. Göster, wie sieht's bei dir aus? Kannst du dich noch so ein Stück weit zurück in die Rolle des kleinen Butchies empfinden, was du dir denn gewünscht hast für den nächsten Teil? Und weißt du noch, wann du den zweiten Trailer oder den ersten Trailer zum zweiten Teil das erste Mal gesehen hast? Ja, das ist auch echt ein bisschen schwierig. Das ist echt schon lange her, ne? Ja. Ich bin da mal, den Trailer habe ich tatsächlich so um dieselbe Zeit wie jetzt, zu der Zeit, ich glaube 2002 war das, ja, gesehen und das war auch zu Hause und
Ja, ich saß da auch nur so, yeah, Freude, kleines Kind. Ne? Also natürlich war Andi gar kein kleines Kind mehr, ich war glaube ich auch schon 18, aber Du warst ein großer ja, ein großer Butschi. Nee, und wie ich da reingegangen bin ins Kino, das war eigentlich komplett ohne Erwartung. Also ich bin da jetzt irgendwie nicht, habe nicht keine großen Erwartungen oder sowas gehabt, aber was ich halt vorher irgendwie schon gehört habe, worüber man sich heutzutage auch so ein bisschen schämt, war, man freut sich, oder da habe ich mich halt noch gefreut, dass Yoda irgendwie kämpft. Das weiß ich noch. Und Butschi. das habe ich halt vorher schon gehört und da habe ich mich halt mega drauf gefreut, irgendwie in dem Film. Ja. Das war es eigentlich, aber sonst habe ich eigentlich keine großen Erwartungen da gehabt. Okay. Ach so, und das weiß ich, was ich noch wusste, ist, dass er auch irgendwie mit. Aber so angekündigt wurde, dass er komplett in digitaler Kamera gedreht wurde und sowas. Und da war ich auch vom Visuellen sehr gespannt, das weiß ich auch noch. Ja, war ja Episode 1 schon absolut bahnbrechend, ne, was visuelle Effekte und sowas anging. Und da gerade in Hollywood merkt man ja dann tatsächlich nur ein paar Jahre schon relativ deutlich an der Leinwand und dementsprechend konnte man da definitiv gespannt sein. Also bei mir war es ähnlich wie beim Jonathan. Also ich war absolut verknallt in Episode 1, als es rauskam von Pizza Hut, ja, hier komischen Bechern, die es da zu sammeln gab und Figuren und was weiß ich, hatte ich einfach alles Klebealbum und war wirklich ein absoluter Fan da auch von Episode 1, aber auch mehr oder weniger ein Stück weit damals schon von einzelnen Sachen. Also als die Videokassette ja rauskam, da habe ich ungefähr den Darth Maul-Kampf 1000 Mal geguckt und da mussten wir immer wieder zurückspulen. Das war schon sehr anstrengend. War es so, dass ich da doch schon mit relativ viel Freude an Episode 2 rangegangen bin, aber auch mit ein bisschen Wehmut, denn ich wusste, dass Darth Maul nicht mehr dabei ist. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, man verkennt es immer, war Darth Maul ja auch wirklich so ein Hype-Generator. Also der war ja überall drauf, auf allen Postern, auf allen Toys-Verpackungen und halt auch in den Trailern. Und das war so der absolute Selling Point und auch für mich. Und dass der nicht mehr da war, da hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber was man ja auch wusste, dass da so ein kleinerer Time-Jump kommen wird und man dann Anakin auch ein bisschen größer sehen wird. Da war ich sehr gespannt drauf. Ich kann mich tatsächlich noch an den ersten Trailer erinnern, weil ich damals relativ, wenn mich nicht alles täuscht, relativ aufmerksam IGN verfolgt habe, die Seite, und die dann auch immer geschrieben haben, wenn neue Trailer kommen. Und damals habe ich das immer über die Apple-Homepage, habe ich mir die neuesten Trailer angeguckt. Die konnten mir da mit so einem, keine Ahnung, Flash Player oder was man da installiert hatte, konnte man sich die neuesten Trailer immer geben. Und da weiß ich noch, dass ich abartig lange gewartet hatte, bis dieser grüne Balken geladen war im Internet. Das war wirklich abnormal. Und ich tatsächlich damals noch so eisern war, dass ich wirklich gewartet habe, bis der komplett durchgeladen war, damit ich den Trailer auch komplett gucken konnte. Und ich weiß noch, wenn mich nicht alles täuscht, war der Episode 2 Trailer. Es waren einzelne aneinandergereihte Shots und es war mit dem Breathing von Darth Vader, also dem Atemgeräusch, hinterlegt. Und bei jedem Atemeinsetzer kam ein neues Bild. Also das war richtig geil inszeniert, bis dann irgendwann die Star Wars Musik zum Ende hin eingesetzt hat. Und sie haben relativ krass auch in dem Promotional Material auf ja, so das ganze Thema Romantik ein Stück weit gesetzt gehabt. Da war ich sehr gespannt, wie sie das mit einbauen werden und wie das dann im Endeffekt laufen wird, dass die beiden da anbandeln. Also ja, sehr gespannt auf Episode 2. Den Trailer kann ich mich noch halbwegs dran erinnern, zumindest auf das, wie ich den Trailer laden lassen habe im Internet und dass ich doch schon sehr begeistert war von dem Trailer. Und ja, über alles Weitere werden wir dann jetzt mehr oder weniger quatschen. Und da würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich auch schon Thema angeschnitten. Auf das werden wir dann auch als allererstes eingehen, mehr oder weniger. Und das ist alles, was die Produktion betrifft, das heißt Effekte etc. Dazu zählt unter anderem auch der Sound. Wir haben hier keinen 3D-Effekt, den wir bequatschen können. Es ist ja nur Episode 1 nachgedreht worden, noch, oder nicht nachgedreht, nochmal im Nachhinein bearbeitet worden. In 3D. Zu Episode 2 kam es ja niemals. Da kam der Disney-Deal dazwischen. Dementsprechend 3D brauchen wir nicht bequatschen, aber wir gehen als allererstes mal Richtung Sound. Ist ja Star Wars mehr oder weniger bekannt dafür und auch, ja, würde ich sagen, hat Star Wars schon die ein oder andere Referenz auch geliefert, was Hollywood und Sound angeht. Und mich würde ganz einfach mal interessieren, gibt es bestimmte Theme-Songs aus dem Film, die euch direkt in den Kopf springen oder bestimmte
Soundeffekte oder sonst irgendwas, was ihr mit Sound und diesem Film verbindet, würde ich erstmal sagen. Gösta, wie sieht's bei dir aus? Also von Themes ehrlich gesagt nichts. Also da ist ja nichts so gewesen wie Darth Maul unbedingt. Also das war echt so ein epischer Stampfsong da bei Episode 1, aber sowas hatte ich bei Episode 2 eigentlich nicht. Aber von Sounds her, also ich habe den mir ja letztens nochmal angeguckt und da fiel mir auch wieder ein, so der Speeder-Sound, der eigentlich so ein V8-Motor einfach ist, ein bisschen so auf Space gemacht. Das fand ich eigentlich ganz lustig im Nachhinein. Aber gleich schon in der ersten Szene, der dieses von Amidala, das Shuttle. Silberne Raum, das Shuttle, ne? Ja. Der Sound von dem Shuttle, das ist schon zum das Beispiel. Ist komisch, wow, so ganz komisch, das, ne? Ja, das ja. Klingt richtig, richtig cool. Also. Aber ja. Ansonsten ist da nicht vieles hängen geblieben, außer natürlich Laserschwert, das, aber Lichtschwert-Sounds, ne? Bin ich aber traurig, dass du nicht die Clusterbombe genannt hast, aber okay. Stimmt. Seismische Bombe. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich auch mega geiler Sound gewesen. Also nach wie vor, wenn ich Battlefront spiele und jemand schmeißt diese Bombe, lache ich einfach nur wie ein Idiot, weil ich es jedes Mal einfach cool finde, wenn dieses Geräusch die Anlage einfach komplett auseinander nimmt und du dann siehst, wie irgendwelche Leute wegfliegen und dann, das ist einfach, Sounddesign ist einfach unfassbar. Also ich glaub, man schmeißt sie doch nur wegen dem Sound, oder? Ja, na klar, also zum Killen bestimmt nicht, einfach nur, hast du eine, schmeißt du, hört sich cool an. Einfach mal so random. Genau. Nee, stimmt, die sind auch, also diese waren von Sound auch mega cool. Ja, sehr geil. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Theme-Songs oder Soundeffekte, irgendwas Spezielles dabei für dich? Also zwei Themes sind mir extrem im Kopf geblieben. Einmal als die Klone in die Vengeance-Klasse Sternzerstörer reinmarschieren. Mhm. Absolut fantastisch. Optisch reden wir später, aber vom Sound, von der Musik absolut geil, überwältigend. Und natürlich das Love-Theme zwischen Padme und Mega. Anakin. Das ist, höre ich jetzt manchmal noch, ich glaube Across the Stars heißt es, glaube ich, oder so. Mhm. Absolut das so gut? Genial. Mega. Ich höre das Killer. So krass oft, weil das ist ja auch eine der besten Stellen im ganzen Film, so. Weil die Love-Story kommen wir auch noch später zu, aber was John Williams da gemacht hat, ist wirklich fantastisch. Und was mir total im Kopf ist, ist dieses Geräusch, wenn die Superdroiden ihre Arme hochfahren und immer runter machen. Ja. Super. Ja. Schritte zurückgehen. Und natürlich der Technologie-Union-Typ. Die Technologie-Union? Wenn er den Pegler hoch und runter drehen muss. Ja. Das ist fantastisch. Ja, und die seismischen Bomben wurden ja schon erwähnt. Also, ja. Aber generell das ganze Endgefecht, die Waffen, das klingt halt auch geil, wenn die da ihre Laser abfeuern, um den das Schiff von den Handelsdroiden da abheben zu hindern. Mhm. Dieses ist auch ein geiles Geräusch. Ja, ja. Stimmt. Also das komplette Sounddesign von dem Film ist absolut mega geil. Ich finde auch den Sound von diesem grünen Laserstrahl von diesem Klon-Shuttle, wo an der links und rechts so eine, so eine Kugel dran ist, das sieht auch total geil aus. Erstens sieht es geil aus, wie der Strahl so über die Erde rast und dann der Sound davon ist ganz cool. Dann, ja, haben wir schon gesagt, ist natürlich die seismische Bombe, ist natürlich, ja, ist Bombe, der Sound definitiv. Also der hört sich absolut grandios an. Ansonsten muss ich auch sagen, dass das Love-Theme, schade, dass die Love-Szene nicht so dem Theme gerecht wird, aber okay, aber nach wie vor sehr emotionales Theme, finde ich, und Williams typisch einfach Weltklasse einfach inszeniert. Dann hier der Clone March finde ich natürlich auch absolut mega. Da muss ich sagen, der ist das erste Mal gekommen, als der Obi-Wan auf auf dem Planeten, jetzt habe ich wieder Gehirnfrost. Kamino. Genau, dankeschön, auf Kamino die Klone begutachtet und man sieht, wie die so eine Truppenübung durchführen und dann setzt zum ersten Mal dieses Theme ein, fand ich persönlich absolut mega cool. Und ein Sound möchte ich noch rausheben, der Blaster von Jango Fett. Der hat so ein komisches Hallgeräusch. Der ist eigentlich auch richtig cool. Also der hört sich richtig super
super an, finde ich. Ansonsten, wie gesagt, also das Ding hört sich tatsächlich auch in 5.1 DTS absolut Oberkiller an und mich würde total interessieren, wenn sie das nochmal nachbearbeiten würden in Dolby Atmos oder so oder DTX oder da wäre das noch brachialer, aber so ist es schon, es hört sich einfach wirklich absolut obergrandios an. Und was auch ein Sound viel gebracht hat er ihm trotzdem nicht. Aber ja, leider nicht. Was tatsächlich auch noch ein Soundeffekt ist, weil der sich bei mir absolut eingebrannt hat, ist von dem Speeder, den der Anakin und der Obi-Wan geklaut hat. Ich kann den jetzt nicht so wirklich nachmachen, aber das ist auch so ein komisches Wummern, wenn sie dann an der Kamera ja, vorbei. Das ist so ein V8 ist das. Ach, das hast du auch gemeint gehabt. Genau, ja, so genau. V8, haben sie einfach so einen V8-Motor genommen und da so eine weitere Tonspur rübergelegt. Ja, und dann tatsächlich noch was, was sich anhört, wie alle werden es kennen, die in der Grundschule sich mal so ein Spuckrohr aus dem Stift gebastelt haben, wie dieser Camino Saber Dart mehr oder weniger bei dem Assassin im Hals einschlägt, dieses Wupp. Das hört sich tatsächlich jedes Mal wieder, muss ich grinsen, wenn das kommt. Ja, also Sounddesign absolut mega. Wenn wir zu Sounddesign übrigens, wenn wir, sagen wir mal, die Brücke bauen können, die Synchro von Dex finde ich einfach, da könnte ich mich jedes Mal wieder wegschmeißen. Aber es wird sowieso noch eine Szene sein, wo wir nachher nochmal drüber quatschen. Ja, also auch hier wieder theme-technisch absolut geil. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn man so die Themes so ein bisschen ja Revue passieren lässt, ist es tatsächlich so, dass er für dass Williams es geschafft hat, für mich in jedem Teil ein Theme so ein bisschen zu etablieren, wo man sagt, das verbinde ich absolut mit dem Film und das geht mir auch, also es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich an den Film denke. Das ist zum Beispiel so wie, ich kam das erste Mal aus Episode 7 raus und mir war nicht bewusst, wie präsent nachher dieses Kylo Ren Theme für mich sein wird. Und auch das Ray-Theme im Nachhinein. Also wie grandios die sind. Die waren in der Review, wenn mich nicht alles täuscht. Und darum ist es tatsächlich fast am besten, wenn man solche Reviews nicht direkt macht, nachdem er rauskommt, sondern eigentlich einige Zeit später. Aber das wäre ja sinnlos. Die Leute warten ja drauf, weil einem so Sachen erst viel bewusster werden. Also am Anfang habe ich noch gesagt, ja, also ich hätte mir jetzt mehr erhofft so von den Themes von Star Wars und inzwischen jedes Mal wieder, wenn ich Episode 7 anfange und das Shuttle von Kylo Ren landet und du hörst dazu das Theme von ihm, ja, Bombe, absolut mega geil. Oder wie Rey oben an dem Sandhügel steht und dieses komische, ja, hört sich fast schon an wie ein Glockenspiel setzt ein, ja, wenn ihr Theme, super. Super, super, super. Also, wenn der Mann irgendwann mal nicht mehr sein wird, und das wird in geraumer Zeit sein, er ist halt nicht mehr der Jüngste, leider Gottes, da wird der Filmwelt erstmal eine abbrechen, weil tut euch wirklich mal den Gefallen. Ich meine, da werde ich euch nichts Neues erzählen, was der Mann für eine Filmgeschichte geprägt hat mit seinen Themes und Soundtracks, aber es wird einem immer erstmal wieder bewusst, woran der Mann eigentlich beteiligt war, wenn man mal so ein Konzert von ihm sich, ne, irgendwie in YouTube oder so mal wieder anguckt, wie viel alles was man geliebt hat, ja, ne? Wirklich, tatsächlich alles. Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Goonies, also unfassbar. Also Harry Potter, glaube ich, auch. War ja auch, wenn mich nicht alles täuscht. Also sicher? Ja. Also es ist absolut irre. Der Mann war an so vielen Sachen beteiligt, wo du denkst, scheiße, das liebe ich. Boah, das liebe ich aber auch. Und das auch. Und das hat er auch gemacht. Also der Mann versteht es wie kein anderer, irgendwie diese Magie aus den Bildern mit diesem Ton zu verbinden. Denn eins ist mal klar, Star Wars wäre nicht Star Wars ohne das, was der Williams dazu gesteuert hat. Darum sage ich hier immer wieder, Star Wars war, wie die Amerikaner sagen, Lightning in a Bottle. Also man hat einen Blitz in der Flasche gefangen, mehr oder weniger. Da ist alles zusammengekommen. Eine krasse Idee, super cooles Set-Design, absolut abnormaler Soundtrack und Themes und neue Technik. Und das ist einfach Wahnsinn. Das gibt's halt, wie gesagt, gefühlt alle 100 Jahre einmal, dass sowas kreiert wird, meiner Meinung nach. Oder in jeder Generation einmal. Und das ist einfach unfassbar. Dann kommen wir vom Sounddesign natürlich mal zu den Effekten. Und da würde mich persönlich einfach total interessieren, wie ihr denn das Ganze seht mit den Effekten.
sagen wir mal so, wir besprechen das mal in zwei Parts oder erzählt ihr das mal bitte in zwei Parts, wenn es klappt. Und zwar wäre das erste, wäre dann, wie ihr es damals empfunden habt und wie es gealtert ist. Weil ich glaube, das ist die fairste Herangehensweise an das Ganze. Und dementsprechend würde ich sagen, dann kannst du mal anfangen, Jonathan. Wie sieht's denn aus? Wie hast du das damals empfunden, als du es gesehen hast? Und wie findest du denn, sind die Effekte gealtert? Also damals war es, glaube ich, das Nonplusultra, was man machen konnte. Das war ja so viel am PC gemacht und das sah, als ich damals im Kino saß, habe ich gedacht, das ist einfach alles zu viel Effekte, das sieht alles zu geil aus, gerade die Schlacht am Ende und man wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. Was dann, also damals, für die damalige Zeit war es aus meiner Sicht absolut überwältigend, aber es ist absolut furchtbar gealtert. Es sieht ganz katastrophal aus, wenn man sich es jetzt anguckt. Total verwaschen und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie. Also, Spielegrafik ist heute schöner als das, was die da produziert haben. Aber es ist halt insofern trotzdem interessant. Es hat den Film an sich nicht besser gemacht, weil die Schauspieler natürlich Probleme hatten, aber es ist, glaube ich, ja auch einer der Filme auf jeden Fall, die, wo extrem viel mit Greenscreen gearbeitet wurde. Ja. Ja. Okay. Also ich glaube, das kann man einfach nur so sagen, ja. Göster, wie sieht's bei dir aus? Visuell, also CGI-Effekte, dein Eindruck damals und deine Einschätzung, wie ist es gealtert? Ja, also damals war ich auch total geflasht und da bin ich auch total bei Jonathan. Das war ja Nonplusultra damals gewesen und ja, das war echt alles so viel und alles, die ganze Explosion, die ganzen Druiden, 500.000 Lichtschwerter auf einmal und sowas, da bin ich echt damals als Kind richtig durchgedreht. Kind, 18-Jähriger. Da bin ich echt durchgedreht, aber es ist echt ganz katastrophal gealtert. Also, wenn man es heutzutage sieht, da sieht man halt jeden Greenscreen, wo sie eingeschnitten wurden und sowas. Das sieht schon ganz, ganz grausig aus, aber nichtsdestotrotz kann ich den Film immer noch irgendwie gucken. Also, man lebt damit, ne? Also, und ich finde es im Nachhinein auch irgendwie ein bisschen amüsant, weil ich es halt damals auch so krass geil gefunden habe. Aber man muss ja sagen, irgendwie so ein paar Szenen sind gut gealtert und ein paar, wo sie komplett das irgendwie am PC gemacht haben, sieht es echt schlimm aus. Zum Beispiel der Anfangsszene mit dem Naboo-Schiff von Amidala, das sieht fantastisch aus, wie das da sich und dann stehen sie da. Dann stehen sie da. Also irgendwie. Ja, aber auch wenn sie da durch die Hallen laufen vom Jedi-Tempel und so. Schlimm. Ja, schlimm. Das sieht richtig schlimm aus. Und dann natürlich auch diese Mittelszene da, wo sie da in dieser Arena sind. Oh! Aber das ist ja auch so ein Paradebeispiel, wie man es heutzutage nicht macht, ne? Also. Ja. Ja, definitiv. Wobei mich da halt tatsächlich so ein bisschen die Schere geht so krass auseinander. Also wir haben da Sachen dabei, wo ich sage, das sieht für heutige Verhältnisse immer noch recht cool aus. Und dann sind aber Sachen dabei, wo ich sage, ey, das kann doch für damalige Verhältnisse nicht mal irgendwie. Also selbst wenn du die Episode 1 anguckst, gab es da vielleicht nicht so viel, was so schlimm aussah. Also mir fällt es tatsächlich im Moment extrem auf, wenn ich die Prequel-Filme gucke, ganz besonders Episode 2. Jonathan hat's gesagt, du siehst dieses supergeile CGI mit diesem Schiff durch die Wolken durch und dann steigen sie aus und stehen auf einmal gefühlt vor der Pappwand. Also es sieht wirklich ganz, ganz cringy aus. Und dann, ey, die Jedi-Tempel-Szene, als Yoda und Obi-Wan und Mace Windu da den Gang entlang laufen. Das sieht aus, als hätte das irgendjemand mit der Wachsmalstifte im Hintergrund gemalt. Also das sieht, boah, ganz, ganz schlimm. Also bei Episode 3, da freue ich mich auch sehr auf die Review, da gibt's eine Szene, wo mir das ganz krass auffällt, da sieht man einmal den Rex, wie er, das sieht aus, als hätten sie den Kopf abgeschnitten und auf den Clone Trooper draufgepackt, aber ansonsten nicht so krass, aber in dem Film gibt's da schon extrem viele Sachen. Also ich finde zum Beispiel, was immer noch fantastisch aussieht, ist der Fight zwischen Obi-Wan und Jango Fett. Das sieht immer noch cool aus in dem Regen. Das sieht immer noch echt mega geil aus. Ich muss auch sagen, Teile von der Arena sehen noch gut aus. Es gibt eine Szene, daran könnt ihr das extrem erkennen, wo mich wundert, ob sie da Geld gespart haben oder ich weiß es nicht. Als der Obi-Wan in den Diner geht, um den Dex zu besuchen, wird der Dex erst von dieser Robo-Kellnerin gerufen und der Dex steht hinterm Tresen und brät was. Und da sieht das aus, als
als hätte man sich eine ganz schlechte Renderdatei aus Google geholt und auf so einen Hintergrund gepappt. Und dann, als er rauskommt, denkt man, es ist für heutige Verhältnisse nicht up-to-date, aber es ist nicht schlecht, wenn man sich das anguckt. Aber dann gibt's wieder ein paar Sachen, wo man denkt, ey Leute, das ist ja wirklich absolut ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja immer mal so Sachen, die kriegt man dann erst im Nachhinein mit. Und man tut aber Episode 2 oder den Prequels an sich wohl auch manchmal ein bisschen zu sehr unrecht, wenn es ja tatsächlich Fakt ist, dass bei den Prequels mehr Miniatursachen benutzt wurden als eigentlich bei den neuen Teilen jetzt. Und das ist ja oder Sets gebaut wurden. Das weiß kaum einer, aber es ist Fakt. Es ist zum Beispiel so, dass viele bei vielen Kamerafahrten, zum Beispiel bei Naboo oder so, dieses Schloss oder sowas, das wurde alles in Miniatur nachgebaut. Episode 3, Mustafa, die Lava-Fälle da, das ist alles gebaut worden. Also da wurde dann... Das ist ja bei dem Palast von auf Naboo, da ist ja auch das Wasser, ist ja Salz, das da so runterregnet, dass es so geil aussieht. Ja, genau. Also es gibt ja wirklich viele Sachen. Das Problem ist, es wird dann nur mit nicht qualitativ hochwertigem CGI ergänzt und das beißt sich dann. Und darum wirkt das Ganze ganz einfach oftmals nicht stimmig. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Ich finde einfach, es gibt viele, viele Sachen, wie nehmen wir mal beispielsweise diese grandiose, total nervige Szene auf diesem Fließband mit Anakin und Padme. Wenn man das so machen würde, dass man da mehr oder weniger den Background wirklich auch plastisch darstellt oder beziehungsweise mit Practical Effects macht und auch das Band und nachher nur CGI-Arme einbaut und das dann irgendwie darstellt, dann wäre das viel cooler rübergekommen. Guckt euch bitte den Behind-the-Scenes-Ding an. Da ist nur die Padme in ihrem weißen Dress und alles andere ist grün. Grüne Matten, grüne Arme, grün, alles grün. Und das ist einfach, das ist too much. Das ist einfach das, wo man dann sagt, da hat George Lucas was versucht zu machen, was für den Zeitpunkt noch nicht da war. Man muss aber auch mal ganz klar sagen, und ich denke, da tut man ihm auch Unrecht, aber auch dadurch sind wir heute da, wo wir sind. Also auch dieser Film hat wieder die Grenzen so verschoben und ist wieder an so viele Sachen rangegangen. Dieser Mann war so ein Pionier, das sind alles Sachen, wo man sagt, da ist man ein Stück weit einen Weg mitgegangen. Ich sag immer das beste Beispiel, die Mumie. Die Mumie fing an mit dem ersten so krassen, überheftigen CGI, überall in jedem Shot gefühlt. Und damals alle, boah, wie das aussieht, da können die das echt machen. Heute guckst du das an, denkst, Alter, haben sie das mit dem Gameboy in der Garage programmiert oder was ist denn da los? Ich sag nur Scorpion King. Ja. Scorpion King ist wahrscheinlich das schlimmste CGI. Und da musst du dir überlegen, damals haben die Leute sich die Filme angeguckt und da war so ein Scorpion King und was bei der Mumie und so teilweise kam, völlig okay und die Leute waren sogar begeistert und heute regen sich die Leute über den Tarkin in Rogue One auf. Also es ist Kopfschütteln, absolut Kopfschütteln, wo wir hingekommen sind und wo die Reise noch hingehen wird. Denn ich vermute mal, dass wir in demselben Zeitabstand, den wir jetzt haben von Episode 2, zum jetzigen Zeitpunkt, was ja schon annähernd bald, nicht ganz 20 Jahre, aber bald Richtung 20 Jahre geht, wenn wir nochmal 20 Jahre draufrechnen, da werden wir einen jungen Bruce Willis in Stirb langsam sehen, der aber gar nicht da ist und solche Geschichten. Es wird so weit kommen, dass wir, ich meine, guckt euch bitte nur mal an, wo wir überhaupt hingekommen sind, wenn ihr den Trailer zu Captain Marvel euch anschaut, was sie mit Samuel Jackson gemacht haben. Ey, das ist ja unfassbar. Den haben sie ein komplett CGI-Overlay gemacht. Der sieht viel, viel jünger aus. Und dann stellt euch jetzt mal vor, was da alles möglich ist. Also wirklich Charaktere noch mal ein Stück weit auf die Leinwand zu bringen. Also wir werden sicherlich keinen jungen Han Solo mehr bekommen. Und sie packen Harrison Ford dahin, weil der läuft halt auch wie ein alter Mann. Da kannst du halt nicht so viel übers Gesicht drüber legen. Aber ansonsten, ja, also bahnbrechend war das damals. Es war damals aber auch schon ein bisschen so, ich kann das absolut nachvollziehen, was der Jonathan gesagt hat, weil ich weiß nämlich, dass ich damals auch das Gefühl hatte, du wusstest gar nicht, wo du hingucken sollst. Also, Explosion, Funken, was ist jetzt hier los? Also es war einfach so reizüberflutend. Muss aber auch sagen, dass ich eine Sache absolut geil fand und diesen Effekt wollte ich immer mal auf der Leinwand sehen.
ist nicht ganz so ausgespielt worden, wie ich es mir gewünscht habe, aber in die Richtung sollte es gehen. Und es sind, wenn einfach mal gefühlt 20 Lichtschwerter hintereinander angehen, ne, auf einem großen Platz oder irgend sowas, und du denkst, jawohl, jetzt geht's ab. Also das sind tatsächlich so die Sachen, wo ich mich schon immer drauf gefreut habe. Und da hat der Film, sage ich jetzt mal, definitiv dann auch ein Stück weit das gehalten, was er versprochen hat. Dann würde ich sagen, wir gehen dann nochmal auf explizit auf einzelne Szenen ein und auch auf natürlich, wie wir es immer machen, auf spezielle Charaktere in dem Film. Aber mich würde jetzt als übergreifendes Thema die Story einfach nochmal interessieren. Nachdem ihr aus Episode 1 raus seid, was ja doch schon sehr politik-heavy war und doch schon mit sehr viel Exposé gearbeitet hat, um dir viel für die Prequels zu erklären, wie fandet ihr denn den Storyverlauf Richtung Episode 2 dann rein? Wir haben einen Timejump, den ich jetzt nicht genau klassifizieren kann. Ich weiß nicht genau, ich möchte jetzt keine Zahl in den Raum schmeißen, weil die wird definitiv falsch sein, wie viele Jahre dazwischen sind. Aber wir haben einen Timejump und mich würde total interessieren, diese ganze Story, die sich in Episode 2 mehr oder weniger euch präsentiert. War die für euch schlüssig? War die für euch cool? War die für euch super? Wie gesagt, wir lassen mal außen vor, wie es umgesetzt wurde, sei es mit CGI oder schauspielerischen Fähigkeiten, sondern wenn wir nur die Story auf dem Papier runterbrechen, wie war die für euch? War die für euch cool? War die für euch super fortgesetzt oder problematisch? Gösta, wie sieht's bei dir aus? Also, ich fand sie echt cool damals, eigentlich heutzutage sogar immer noch, weil auch gerade dieser politische Krams von Star Wars, den fand ich eigentlich damals und heute immer noch ziemlich interessant und das haben sie eigentlich richtig cool umgesetzt. Auch die Anfangsszene da, wo das Attentat auf Amidala irgendwie durchgeführt wurde, war so ein richtig schöner Anfang und hat von daher auch eigentlich ganz gut aufgebaut. Hat auch für mich recht schlüssig die Aufgabe von Anakin erklärt, dass er halt auf sie aufpassen muss und Obi-Wan dann nach Kamino reisen muss, um da seine Recherche zu beanstanden für den Pfeil da. Und ja, ich muss sagen, also die Story haben sie eigentlich ganz schlüssig umgesetzt und auch das mit der Klonarmee fand ich damals auch mega interessant. So, wer ist denn überhaupt dieser Jedi und wieso und weshalb überhaupt? Aber zum Ende hin hat es ein bisschen nachgelassen, aber ich fand halt damals war ich auch schon ein ziemlicher Fan von Christopher Lee. Deswegen fand ich das da auch schon ziemlich cool, dass er da war. Aber wie gesagt, zum Ende hin hätte ich mir noch irgendwie so einen kleinen Push in der Story gewünscht. Also wo noch ein bisschen was verraten wird. Also das Ende war für mich zum Beispiel ein bisschen unklar. Aber sonst von die ganzen Akte, also 1, 2 und 3, die waren eigentlich ziemlich gut aufgebaut, fand ich. Und finde ich eigentlich heutzutage immer noch. Von der Qualität, ja, darüber sprechen wir wahrscheinlich ja später nochmal. Aber vom Storyverlauf her selber fand ich es eigentlich ganz gut. Und meine Katze miaut. Ja, die stimmt dir einfach zu, was du gesagt hast. Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Story, rein storytechnisch, wenn du das runterbrichst aufs Papier, war das für dich gelungen? Gab es für dich Probleme? Wie sieht's bei dir aus? Also rein auf dem Papier war es, würde ich sagen, fand ich ziemlich gut, weil man das angefangen hat zu erkennen, in welche Richtung dieser Plan geht von Palpatine. Man wusste ja schon, dass es Palpatine ist. Aber einfach dieses Szenario, sage ich mal, selbst eine Bedrohung zu schaffen und dann das Imperium als Lösung anzubieten, das hat sich dann zwar erst später herausgestellt, aber man konnte ja schon so ein bisschen erkennen, dass wahrscheinlich das mit der Klonarmee was auch mit ihm zu tun haben könnte, denn wir haben ja auch den guten alten Christopher Lee gehabt. Wer heißt der nochmal? Lord... Count Dooku oder Lord Tyrannus? Lord Tyrannus. Das fand ich ziemlich geil. Also am Ende wird ja nochmal aufgelöst, dass er auch mit ihm zusammenarbeitet. Auf dem Papier ist das, finde ich, eine ziemlich, ziemlich geile Idee, wenn nicht sogar eine der geilsten Ideen, die Lucas wahrscheinlich jemals hatte. Abgesehen von Ich bin dein Vater, aber das war nicht mal seine Idee. Ansonsten noch den Sideplot, ich nenne es jetzt mal den Sideplot zwischen Anakin und Padme. Der wirkte doch ein bisschen sehr konstruiert. Was ich aber cool fand, war der Plot mit seiner Mutter. Das fand ich echt cool, weil das war nicht konstruiert. Er ist weggegangen, hat von seiner Mutter geträumt und es kann schon mal passieren, dass du von Taskenräubern entführt wirst, wenn du da lebst. Und er sie noch findet. Das hat auf jeden Fall plausibel gemacht, warum er dann später so wird, wie er wird. Aber allein wie sie es konstruiert haben zwischen ihn und Amidala war halt storytechnisch auch auf dem Papier nicht wirklich gut.
Ja, also wirklich, wenn man die komplette Story und da den Brocken Episode 2 rausnimmt, der zu der kompletten Story der Prequels beiträgt, ist natürlich die Komplettstory ein unfassbarer Plot und ein unfassbar geil konstruiertes Gesamtbild. Aber wie Episode 2 das rübergebracht hat, fand ich es nicht gut. Also ich fand zum Beispiel, was soll denn dieser Time Jump dazwischen? Und du inszenierst in diesem Time Jump dann auf einmal einen Lord Tyrannos, den kein Arsch kannte. Wo war der vorher? Was hat der gemacht? Count Dooku, wo kommt der jetzt auf einmal her? Wie kann es das sein, dass der auf einmal da an der Seite ist? Da ist so viel Lücke dazwischen und so viel Neues, was ganz einfach problematisch ist. Und ich sag jetzt mal, wenn du jetzt den Time Jump zwischen Episode 6 und Episode 7 nimmst, da musst du nicht so viel erklären, weil es sind einfach zig Jahre dazwischen. Mein Gott, wenn du jetzt 30 Jahre am Stück erklären muss, was da klitz und klein passiert ist. Das kann man mal in einem Dialog irgendwie nebenbei erklären, so die wichtigsten Keypoints, was in der Zeit passiert ist. Aber da kannst du nicht alles auf einmal, da ist es auch nicht so schlimm. Aber ich finde, wenn du dann auf einmal jemanden inszenierst, wie ein Count Dooku, der auf einmal da ist, und du weißt nicht wirklich warum, dann finde ich das schwierig. Und da nehme ich schon mal vorne weg, das finde ich übrigens auch bei General Grievous schwierig in Episode 3, dass der auf einmal da ist und ich muss machen, General Grievous, oh nein, interessiert doch kein Schwein, kennt doch kein Mensch. Dasselbe ist mit Count Dooku. Und da plädiere ich nach wie vor, wie beschissen es ist, dass sie Darth Maul gekillt haben. Stellt euch alle vor, das Aufeinandertreffen zwischen Obi-Wan und Anakin wäre Darth Maul damals wieder gewesen. Wie geil wäre es gewesen und er hätte Anakin noch die Hand abgeschlagen und hätte, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger Obi-Wan wieder in den Hintern versohlt. Das hätte sich bis in Episode. So hast du jedes Mal wieder jemand Neues inszeniert, wo du gar kein Background hast. Tatsache ist, es gibt Background. Also, es wird einem erstmal bewusst, wie geil diese ganze Hintergrundstory um den Verrat und um die Intrigen von Palpatine inszeniert ist, wenn du die Background-Sachen kennst, um zum Beispiel den Jedi-Meister Sifo Dyas, der das ganze Ding eingeleiert hat mit den Klonen. Nur, was ja kaum einer weiß, ist, dass der Jedi-Meister Sifo Dyas damals zum Beispiel Darth Plagueis getroffen hat, der noch lebendig war zu der Zeit von Episode 1 und er ihm verklickert hat, hier, pass mal auf, es gibt da ein System, Kamino, die stellen Klone und sowas her, sollten wir irgendwann mal Probleme haben, wäre das vielleicht eine gute Idee, ihm diese Idee einpflanzt und nachdem diese Blockade in Episode 1 dann zustande kommt, Sifo Dyas den Rat darüber informiert und sagt, hier Leute, passt mal auf, das wird Krieg geben und wir brauchen eine Armee und der Jedi-Rat damals das noch verneint und sie sind keine Krieger und wir brauchen keine Armee und er dann eigenständig durch das, was ihm mehr oder weniger Plagueis schon in den Kopf gesetzt hat, dann nach Kamino fährt und trotzdem diese Klone dann mehr oder weniger bestellt, aber aus dem Hintergrund heraus, dass das alles schon ein Plot war, wo damals sicherlich Plagueis noch an die Macht kommen wollte, aber wo der Palpatine das alles schon gesponnen hat, hat da schon seine ganzen Sachen gespielt, hat im Prinzip Separatisten formiert gegen die Republik und hat die Separatisten angeführt, hat aber gleichzeitig auch die Republik mehr oder weniger angeführt und hat da so die Sachen gesponnen. Und ich vergleiche das immer damit, jeder kennt diesen typischen Mafia-Plot. Irgendein Mafia-Boss macht Untergrund-Casinos oder Untergrund-Wetten oder sowas und hat irgendwann die Schnauze voll, das alles im Geheimen und was weiß ich zu machen und versucht dann denselben Scheiß, den er schon immer gemacht hat, nur einfach legitim zu machen. Und das ist absolut Palpatine. Palpatine ist der absolut Oberpate, der einfach versucht hat, dann diese ganzen Intrigen, die er dann gesponnen hat, dann einfach auch als Imperator aufzusteigen und zu sagen, hier, guck doch mal, diese ganzen Separatisten, was die gemacht haben, die spalten sich ab und was weiß ich, das können wir nicht, das vernichtet unsere gesamte Galaxie, darum machen wir doch ein Imperium und das wäre viel besser. Dabei ist er der Wichser, der das gemacht hat mit den Separatisten. Also alles eine total verwinkelte und spannende Geschichte. Selbst wenn du das runter
sprichst, so Kleinigkeiten, so Nuancen, die finde ich immer wieder geil. Zum Beispiel, dass Palpatine dafür zuständig war, dass Anakin und Obi-Wan Padme zugeteilt waren. Er hat das schon von Anfang an gesponnen, diese Zuneigung zwischen den beiden. Er hat von Anfang an gesponnen, dass Anakin verunsichert wird, dadurch, dass er wieder mit ihr, ne, da konfrontiert wird. Denn wäre das nicht der Fall gewesen, wer weiß, in welche Richtung das überhaupt gegangen wäre. Also absolut cool. Mein Problem an vielen Ecken ist einfach dann nur, das sind alles Sachen, die haben wir dann durch Clone Wars, durch Comics und was weiß ich, können wir uns die Lücken jetzt füllen. Wenn wir das aber so nehmen, wie eigentlich die Casual Star Wars Fans oder die Casual Kinogänger reingehen, dann ist es, du gehst in Episode 1, Darth Maul tot, oh okay, es muss noch einen anderen Bösen geben, jeder weiß, es ist Palpatine, kommst dann dahin und auf einmal ist dieser Darth Tyrannos da oder was weiß ich. Kein Mensch weiß was von dem. Und warum? Warum konnten wir nicht da schon irgendwie mit Flashbacks arbeiten, oder Episode 2 hätte sogar damit angefangen, wie Darth Plagueis, wie Count Dooku diesen den Meister Sifo Dyas dann getötet hat oder so. Also so in die Richtung, wo man dann schon merkt, okay, oder noch viel geiler, und das wäre eigentlich fast schon Star Wars typisch gewesen, wie geil wäre denn gewesen, dass Count Dooku noch im Jedi-Rat sitzt bis zum Ende von Episode 2. Und dann eigentlich erst rauskommt, er ist eigentlich mit Palpatine da zusammen. Das wäre natürlich noch viel cooler gewesen. Ja, weil dann Verrat aus innen heraus, sage ich jetzt mal, stattgefunden hätte. Also ich finde, wie das gehandelt wurde im Nachhinein, es gäbe bessere Wege, und ich bin einfach kein Fan von dem Charakter Count Dooku, da kommen wir dann aber später nochmal drauf zu, weil er hat keinen Background. Nichts in diesem Film erzählt irgendwas über diesen Charakter. Der ist absolut oberflächlich und null Tiefgang. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, Darth Maul war jetzt auch nicht der tiefgründigste Charakter überhaupt, den es gab. Das ist auch absolut okay. Ist auch ein Sith-Assassin mehr oder weniger gewesen, der, als die Episode 1 dann ins Kino kam, mehr oder weniger Angst und Schrecken so mit sich bringen sollte. Aber in dem Fall haben wir dann eigentlich einen gefallenen Jedi. Also, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, was sie da gemacht haben, aber okay, ist halt so geworden. Die Story overall, die da auch mit in Episode 2 spielt, ist natürlich nach wie vor ein absolut grandioses Konstrukt, was Lucas sich da zusammengeschneidert hat. Die Ausführung ist leider eventuell ein bisschen mangelhaft. Gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt auch dann an, die ersten Charaktere mal zu besprechen, dass wir dann auch in Richtung Szenen kommen, um das Ganze dann so ein bisschen, sagen wir, zu den wichtigsten Sachen zu kommen. Und darum würde ich sagen, wir gehen Nerdbomb Review typisch Charaktere durch. Wir sprechen darüber, wie wir finden, wie die porträtiert wurden, wie wir den Charakter fanden und an sich der Part von dem Charakter in dem Ganzen. Und so gehen wir das Ganze dann an, wie sonst eigentlich auch. Dann würde ich sagen, wir starten als allererstes eventuell mal mit, machen wir doch, Ian McDiarmid als Supreme Chancellor Palpatine, als unser guter Darth Sidious, der in diesem Film, würde ich sagen, eine relativ limitierte Screentime definitiv doch hat. Die bewerten wir jetzt einfach mal, und dementsprechend würde mich interessieren, Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Ian McDiarmid als Supreme Chancellor Palpatine in Episode 2, für dich zu wenig Screentime, in Ordnung, oder die Screentime, die da war, wie fandst du, wurde die genutzt, war gut, was er gemacht hat, oder eher nicht so? Also ich finde, in Anbetracht dessen, dass sein Film, glaube ich, Episode 3 ist, finde ich das okay, dass er in Episode 2 etwas weniger auftaucht. Und es ist für die Leute vielleicht auch spannend, die, sage ich mal, es soll ja auch Leute gegeben haben, die nicht wussten, dass er später der Imperator war. Oh mein Gott. Aber auch gerade für jetzt Leute, die, sage ich mal, mit Star Wars jetzt erst anfangen, die Generation jetzt kommt, ganz klein. Für die ist es, glaube ich, cool, wenn die das von Anfang an gucken, weil die nicht wissen, dass er derjenige ist, der später der Böse wird. Du meinst bei Episode 1 am Ende am Feuer, als die dann sagen, aber wer ist der Meister? Und die Kamera zoomt voll auf ihn, dass das keiner gemerkt hat. Ist schwierig. Wahrscheinlich nicht. Aber halt, ich sag mal, wir reden ja von diesem Ausmaß, dass es tatsächlich am Ende annimmt, ne? Ja, klar. Und
Was auf jeden Fall, aber er spielt super. Das kann man definitiv festhalten. Er hat da, glaube ich, wenig verkehrt gemacht. Und daher finde ich das vollkommen in Ordnung, wie er. Es gibt jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie anstößt, was ich jetzt doof fand von ihm. Ja, wie gesagt, sein Film ist für mich Episode 3. Okay. Ja, Göster, wie sieht es bei dir aus? So rein Screentime-mäßig, was er hatte und wie es dargestellt wurde, was er gemacht hat, warst du mit zufrieden oder eher nicht so? Ja, ich sehe das eigentlich auch so, dass eigentlich sein Film eher Episode 3 ist. Das, was er da in 2 geliefert hat, also vorweg, Ian McDiarmid ist, das ist echt ein begnadeter Schauspieler und muss ich echt sagen, was er aus der Rolle da rausgeholt hat, ob gerade bei dem Drehbuch, was George Lucas geliefert hat, weil die Dialoge sind ja meist nicht so der Knaller, aber darüber reden wir wahrscheinlich auch nochmal. Muss ich echt sagen, also der hat auch in Episode 2 schon mit der Schlangenzunge, mit der er redet, auch mit Anakin schon da, dass er der Größte wird. Ja. Ich spüre, du wirst der Mächtigste aller Jedi werden und sowas. Das ist genial. Also, das ist echt ein richtig, richtig guter Schauspiel. Und das, was er von der Rolle bekommen hat, hat er auch megamäßig genutzt. Und deswegen finde ich das alles super, was er in Episode 2 geliefert hat. Und Episode 3 natürlich noch hat er ja noch ein bisschen einen draufgesetzt. Da ist ja sein Film, ne? Ja, Sehe ich auch definitiv. so. Ja, also ich muss sagen, erstmal, was ich total kurios finde, dass das kaum einem aufgefallen ist. Wenn ihr euch den guten Herrn mal in Episode 2 anschaut und ganz besonders in den ersten Szenen, als er mit dem Jedi-Rat spricht und dann die Padme reinkommt, haben sie ihn bewusst ja, ne, Make-up etc. schon sehr gealtert und in die Richtung des, ja, sagen wir mal, originalen, total zusammengefallenen Imperators gedrückt. Also ganz, ganz Doch, zusammengefallen. ist mir auch aufgefallen. Ja, ganz, ganz zusammengefallen sieht er aus. Haben das dann aber in Episode 3 wieder revidiert, dass er einfach aussieht wie Ian McDiarmid in dem Alter, wo er auch ist, und dann durch die Blitze und was weiß ich und durch die Reflexion von Mace Windu dann eigentlich erst so aufgequollen und verdunsen aussieht. Ich glaube, das hat sich tatsächlich, auch Lukas-typisch, dann erstmal wieder geändert gehabt, weil ich glaube, dass es da schon in die Richtung ging, dass er sehr alt und sehr zusammengefallen in die Richtung schon tendiert hat und das hat sich tatsächlich komplett geändert. Also ich habe jetzt, als ich mir das angeschaut habe und ich gehe tatsächlich, bevor wir den Podcast hier gemacht haben, eine halbe Stunde vorher ist Episode 2 bei mir ausgegangen, habe ich ganz viele Sachen mir explizit nochmal angeguckt, Pause gedrückt, nochmal zurück und mir ein paar Sachen aufgeschrieben und das ist mir extrem aufgefallen, wie sie ihm da gerade, ja, wie sie sein Gesicht doch schon ein Stück weit ja, in die Richtung Ur-Imperator. Politik macht alt. Ja, Politik macht alt. Guck dir Angela Merkel an. Als Imperator hat er es einfacher gehabt. Wahrscheinlich ist er da wieder ein bisschen jünger Ja, kann durchaus möglich sein. geworden. Ich finde einfach. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die sind mir da aufgefallen. Ansonsten finde ich einfach auch da wieder, ist natürlich schwierig, ne, mit Screentime oder was weiß ich, aber wir haben halt extrem viel Screentime, zum Beispiel in der Wiese, wo sich irgendwelche zwei Möchtegern Verliebte über die Wiese rollen und auf irgendwelchen komischen Rüsseltieren reiten, stehend und was weiß ich, verschwendet. Als dass wir da wirklich eventuell nochmal was reingenommen. Ich hätte gerne gesehen, wie er noch den einen oder anderen, ja, sagen wir mal, String da manipuliert an dieser ganzen Storyline. Also, wo man wirklich aktiv schon das Ganze verfolgt, weil zu dem Zeitpunkt waren wirklich 95% wusste ja, welche Rolle er einnehmen wird. Einfach nur aufgrund dessen, dass er der Schauspieler vom Imperator war. Erstens das wussten einfach schon viele und dann der Film hat ja da auch keinen Hehl draus gemacht. Also, ja, ich sag mal, wenn du einen Charakter siehst, ab Nase nach unten, da weißt du auch schon ungefähr, wer da drunter steht. Und da gab es auch schon Close-ups und wie gesagt, wie die Kamerafahrten. Das haben sie nicht gemacht. Und das ist genau mein Punkt. Und das habe ich schon bei der Episode 1 Review gesagt. Ich finde, sie hätten es verheimlichen sollen. Ich finde persönlich, sie hätten nicht den Schauspieler nehmen sollen, obwohl er begnadet ist für diese Palpatine-Rolle, weil jeder wusste, was er da einnimmt, sondern man hätte diesen Chancellor Valorum tatsächlich bis zum Ende hin mehr oder weniger behalten sollen und dann irgendwie eine Wendung einbauen sollen, dass er dann mehr oder weniger, ne, der Imperator dann seinen Platz einnimmt oder was weiß ich, dass es irgendeine krasse Wendung gibt, wo du denkst, boah, wie heftig ist das denn jetzt eigentlich? Weil es meiner Meinung nach einfach, es,
ja, es hat ein Stück weit zu viel weggenommen, dass du eigentlich nur drauf gewartet hast, was passiert, denn diese Rolle hatte Anakin ja eigentlich schon inne, weil Anakin war ja seit Episode 1 derjenige, wo du gedacht hast, ja, jetzt wird er bald, und das hast du dann aber auch mit dem Imperator gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Also, da hätte ich tatsächlich gerne gehabt, dass da noch ein bisschen mehr im Schatten gewesen wäre und dass wir den Imperator nämlich nur so in diesen, ja, in diesen komischen Hologrammen und sowas gesehen hätten und eben nicht, dass er da schon der Kanzler gewesen ist und irgendwie an die Macht kam, sondern dass das tatsächlich eventuell erst in Episode 3 gewesen wäre, dass er noch irgendwo ganz normaler Senator gewesen wäre, der aber jetzt nicht wirklich wichtig gewesen wäre, dass er Screentime bekommen hätte und dann am Ende aber die Macht ergriffen hätte. Fände ich cooler, wäre einfach ein Stück weit spannender gewesen, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, du hast recht, Göster, begnadeter Schauspieler. Ich würde mir auch persönlich wünschen, dass wir ihn nochmal zurückkriegen in irgendeinem Spin-off. Auch da, meiner Meinung nach, Chance, also der Mann hat sicherlich Arbeit und er hat auch bestimmt ausgesorgt und er hat auch bestimmt, wenn er noch was macht, definitiv hier und da was zu tun. Ich glaube nicht, dass der Mann Nein gesagt hätte, wenn er nur kurz in einem Hologramm in Rogue One aufgetaucht wäre. Wäre meiner Meinung nach, denke ich, kein Problem gewesen, einen Imperator einzufügen in eine Szene, wo Tarkin grinsend dem Krennic sagt, ist eine Übertragung für Sie. Gehen Sie bitte in Ihren Raum oder in den Übertragungsraum. Es möchte jemand mit Ihnen sprechen. Und dann ploppt der Imperator da auf. Und da ihn, dass es eventuell auch nicht Vader gemacht hat, sondern da ihn schon der Imperator schon würgt und er zu Boden geht und er ihm droht, dass er kein Versagen mehr dulden wird, solche Sachen, das wäre für mich, ja, das sind so Sachen, wo ich sage, da, wenn wir schon die Chancen haben, ich meine, wir können jetzt nicht alles, was wir jemals gesehen haben, in jeden Film reindrücken, ich weiß es. Aber es gibt so ein paar Major Player, die gerade in diesen Spin-Off-Filmen noch eine Rolle gespielt haben könnten oder können, wo es einfach sehr schade ist, wenn man das da nicht ein Stück weit benutzt. Und wenn es, wie gesagt, nur für einen einminütigen Fanservice-Moment ist oder was weiß ich, es ist einfach immer wieder cool. Ich meine, es gibt so viele Sachen, wo man einfach nur denkt, boah, ist das geil, wenn man nur kurz, also ich muss sagen, der billigste Charakter, der mir so am Arsch vorbeiging in den Prequels, war Senator Organa. Der war mir so völlig Schnuppe in den Filmen. Das, ehrlich, ist mir so scheißegal, der Typ gewesen. Als der in Rogue One auf einmal zum Tisch kam, hatte ich Gänsepelle. Und dachte, ich mag den Schauspieler total gerne. Ich mag den damals, auch, aber der Charakter ist unwichtig. Ich fand den damals auch schon mega cool. Ja, aber der ist unwichtig wie ein Tannenbaum im Krippenspiel. Der ist doch... Der ist der Vater von Leia, ja, hallo? Ja, aber der hat ja keinen Einfluss auf den Plot, außer dass er am Ende ein Baby in die Hände gedrückt kriegt. Also der spielt in den Prequels kein 0,0 hat er irgendwie was zu tun oder trägt zum Plot bei. Außer am Ende, um das Ganze dann so zu steuern, dass es zur Originaltrilogie geht. Und darum man hätte es aber machen können, zum Beispiel. Also es wäre ganz viel auf Amidala abgelegt worden, hätte aber auch ihm auch noch etwas bisschen mehr geben können. Definitiv. Ja. Ja, klar. Ja. Aber der Schauspieler selber, den fand ich halt schon ziemlich sympathisch, deswegen. Sagen wir mal, es wäre möglich gewesen, Senator Binks durch ihn zu ersetzen, eventuell, ja? also, solche Sachen wären eventuell möglich gewesen und Tatsache ist. Auch wieder cool gewesen wäre, er hätte den zum Imperator erklärt und der Imperator, beziehungsweise Tarkin, tötet ihn dann am Ende. Ja, also, wie gesagt, der Charakter, absolut null Wert in den Prequels, hat null Screentime oder ganz wenig, hat nicht wirklich viel dazu beigetragen, außer einen richtig coolen Moment, als er Yoda abholt und dann auch da schreit, als der kleine Padawan getötet wird. Sehr coole Szene, aber ansonsten für den Mainplot absolut unwichtig. Als der an diesen Rogue One-Tisch getreten ist, hatte ich Gänsepelle wie Hund, weil das einfach nur dieses Star-Wars-Universum verbunden hat. Und das ist einfach, das sind diese Sachen, wo ich finde, wenn es möglich ist, dann immer mal wieder solche Szenen einbauen, weil es ist einfach toll. Aber wie gesagt, seine Screentime war relativ gering, aber auch da schon, wie wäre es denn, wenn ihr alter, bekannter Obi-Wan sie beschützt mit dem Padawan Anakin? Zwinker, zwinker, wo er sich schon gedacht hat, ja, die beiden mochten sich doch damals schon und die Jedis finden das nicht so cool, wenn, ne, die irgendwie anbandeln miteinander, dann ist das schon, ist das schon cool gemacht, was sie da gemacht haben. Ich will tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn ich Story nochmal mit reinnehme, denn eine wichtige Sache habe ich bei Story absolut vergessen. Mir ist erstmal wieder bewusst geworden und jedes Mal wird es mir bewusst, wenn wir uns Episode 2 angucken, dass die ganze Prequel-Trilogie eigentlich nur und für mich ein Stück weit verbessert das Episode 8,
darum geht, dass die Jedis falsch lagen, dass sie alles falsch gemacht haben. Wirklich alles komplett, was du falsch machen kannst. Anakin steht auf dem Balkon und sagt, ich träume schlecht von meiner Mutter, ich habe Albträume, sie stirbt. Dann geht Obi-Wan, der sein Ziehvater ist, absolut gefühlvoll zu ihm hin und sagt, du musst deine Gefühle kontrollieren. Anstatt zu sagen, hier, weißt du was, nachdem wir die hier beschützt haben, fahren wir mal hin und gucken, ob es ihr gut geht. So schwer wäre das nicht. Einfach mal vorbeizufahren und gucken, ob es ihr gut geht. Aber nein, du musst deine Gefühle kontrollieren. Der wird schon irgendwie gut gehen. Die war zwar als letztes ein Sklave und wurde da, musste den ganzen Tag arbeiten und hat das absolut schlimmste Leben, aber kontrolliere deine Gefühle. Dann hast du das Ganze, die Jedis sagen noch in einem kurzen Dialog mit dem Kanzler, wir können die Republik nicht beschützen, wir sind keine Armee, wir sind Beschützer. Was macht Palpatine am Ende von dem Film aus, den Generäle, die eine Klonarmee befehligen? Also, sie sind doch eine Armee und sie sind doch Befehlshaber. Das heißt, natürlich mit der Unterstützung durch Palpatine oder durch die Manipulation haben die Jedis fast alles, was ihre Lehren gesagt haben und wie sie gehandelt haben, haben sie zu dem Untergang gebracht, den sie am Ende hatten. Und das legitimiert ein Stück weit das für mich, was in Episode 8 mit Luke passiert, dass er wirklich, das, wo er mit Rey, finde ich, einen super Moment zusammensetzt und sagt, ja, mein Vater hat erlaubt, dass der dunkle Lord ihn manipuliert und dass er fast alle Jedis auslöscht und was weiß ich, weil wirklich 90% der Lehren, unter anderem, du darfst nicht lieben, du darfst keinen Partner haben, dafür gesorgt haben, dass dieses komplette Ding untergeht. Und das ist nämlich auch genau das, worauf Palpatine das alles aufgebaut hat. Denn es geht ja wirklich nur darum, dass die Jedis nachher ein elitärer, arroganter Verein waren. Und es ist so, Arroganz wird explizit in Episode 2 nochmal angesprochen. Anakin ist arrogant geworden, dazu sagt Yoda, das ist eine weit verbreitete Schwäche unter den Jedis, denn sie sind arrogant gewesen und Arroganz war immer das, was die Sith zu Fall gebracht hat. Darth Maul hat gedacht, haha, ich hab dich, du hängst da unten, was willst du machen? Na komm, fuchtel ein bisschen mit dem Lichtschwert rum, gleich fällst du, anstatt den einfach da runter Force zu pushen oder sein Lichtschwert ihm gegen den Kopf zu schmeißen. Nein, der schwingt da rum, solange bis der ein Salto über ihn macht und ihn auseinanderhackt. Selbe mit Palpatine und jetzt wirst du sterben. Hihihihi. Ja, hätte aber niemals gedacht, dass der neben ihm dann ihn auch noch runterschmeißt. Also, das zieht sich überall durch, dass diese Arroganz eigentlich was ist, was die Sith immer zu Fall gebracht haben. Genauso wie Snoke am Ende. Und jetzt wird mein Schüler dich töten. Dabei ist er derjenige wieder, der stirbt durch seine Arroganz. Das ist eigentlich was da tatsächlich dann auch den Jedis ein Stück weit zum Untergang verholfen hat. Denn genau das haben sie gemacht. Sie sind das geworden, was sie eigentlich nicht wollten. Nämlich Kriegsherren, Generäle in der republikanischen Armee, die eigentlich manipuliert von einem dunklen Lord wurde. Gut, wussten sie nicht, aber ist ja egal. Sie haben so ein bisschen ihre Prinzipien und viele der Regeln, die sie mehr oder weniger bestritten haben, die haben dazu geführt, welchen Weg Luke Skywalker in Episode 8 bestreitet. Und ich hoffe, dass das nochmal, oh mein Gott, ey, ehrlich, Episode 9 müsste 11 Stunden lang werden. Es müsste eigentlich 11 Stunden, die müssten so viel damit einbauen. Ich hoffe einfach auch, dass das nochmal Thema wird, dass man da nochmal drüber spricht. Die Jedis hatten Unrecht. Sie hatten einfach Unrecht, viele Sachen zu machen. Viele Sachen, die Obi-Wan gemacht haben, waren einfach falsch. Ich meine, und die Ur-Jedis, die waren ja in der Originaltrilogie noch falsch. Das zieht sich bis in die Originaltrilogie rein. Du musst gegen deinen Vater kämpfen. Er ist nicht mehr zu retten. Und Luke plädiert bei den beiden alten Oberjedis, Obi-Wan und Yoda, ich kann ihn nicht töten. Es geht nicht. Ich spüre noch Gutes in ihm. Und sie halten ihn sogar davon ab, dass er dahin fliegt, weil er noch nicht bereit ist und er darf nicht und was weiß ich. Und im Endeffekt hatte er doch recht. Es war noch Gutes in ihm. Und sie hatten wieder Unrecht mit dem, er ist nicht mehr zu retten oder sonstiges. Also, ich hoffe, sie gehen da nochmal drauf ein, dass Rey jetzt die Bücher hat, aber dass sie das ein Stück weit abgewandter anwendet. Also, dass viele Sachen, die
ganz klar nicht funktioniert haben, dass sie dann ganz einfach jetzt auch ein Stück weit abgeändert waren. Denn unter anderem, das wurde in verschiedenen Büchern und so ja immer nur ein Stück weit angerissen, war das ja auch mit ein Grund, warum Kylo Ren auf die dunkle Seite gefallen ist. Denn er hat erfahren durch Snoke oder durch wen, naja, nicht durch Snoke, eigentlich durch einen Politiker, dass sein Großvater Darth Vader war. Und dementsprechend natürlich auch Interesse an der dunklen Seite entwickelt. Und auch das wurde den Jedis schon immer absolut untersagt. Und auch das hat Luke Skywalker ihm untersagt, aus Angst, was aus ihm werden könnte. Nur typisch, wie es bei Anakin auch war, genau das hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Nämlich das, was du verbietest, schürt Interesse. Und auch da hätten wir ein Stück weit offener rangehen müssen an das Ganze. Also ein absolut spannendes Thema, aber das wollte ich absolut noch mit einbringen, denn das hatte ich vorhin vergessen. Ja. Also unser guter Chancellor Palpatine, soweit so gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter und dann quatschen wir mal über Samuel L. Jackson als Mace Windu. Ganz kurzer Auftritt in Episode 1 und wenn wir von seinem Film reden, wie ihr es gerade gesagt habt, bei Ian McDiarmid in Episode 3, würde ich sagen, Episode 2 ist dann schon Mace Windus Film, auch wenn er einen riesen Auftritt in Episode 3 hat, denke ich, ist er da schon ein Stück weit prominenter mit am Start. Ja, mich würde total interessieren, Samuel Jackson als Mace Windu, wie fandet ihr in dem Film und an sich, wie fandet ihr den Charakter Mace Windu? Würde ich sagen, Jonathan, leg mal los. Ja, als ich ganz, ganz, ganz früher schon bei Episode 1 gehört habe, was Samuel Jackson in Star Wars mitspielt, dachte ich so, was? Ich kannte ihn halt nur von Pulp Fiction und so, dachte so, das passt ja überhaupt nicht, das ist strange. Und wenn man ihn in Episode 1 gesehen hatte, hat er nicht so viel Screentime gehabt, aber in Episode 2 ist er schon ziemlich cool und ich finde es halt, jetzt mal abgesehen vom Schauspielerischen, das war klar, dass er das kann, aber die Rolle Mace Windu einfach finde ich total genial, weil er ja, das weiß man ein bisschen auch durch die Hintergrundinfos, aber er hatte zum Beispiel, was er sofort beim Film heraussticht, der hat später ein andersfarbiges Lichtschwert. Und der hat schon ein anderes Statement. Also ich glaube, man hat schon gemerkt, dass er der zweite Mann hinter Yoda ist. Und ich finde, das strahlt er auch immer aus durch die Autorität, wie er in den Dings sitzt. Er sitzt nie zurückgelehnt, er sitzt immer so ein bisschen nach vorne gelehnt und gefällt mir auf jeden Fall ausnehmend gut, weil man merkt, das ist ein Badass-Jedi, mit dem du dich nicht unbedingt anlegen solltest. Das finde ich eigentlich ganz cool bei ihm. Okay. Göster, Samuel Jackson als Mace Windu. Wie fandst du den in dem Film und allgemein, wie findest du den Charakter? Also ich fand ihn damals, so wie auch heute, immer noch ziemlich cool. Also Mace Windu ist eigentlich so, echt so ein, da schlägt mein Fanherz ein bisschen hoch bei ihm, auch mit dem violetten Lichtschwert und sowas. Ja, da hat ja Jonathan auch schon gesagt, auch die Autorität, oder diese, er ist einfach cool, ne? Er strahlt da so eine Coolness aus so, und die sucht man bei den anderen irgendwie ein bisschen vergebens. Außer, ja, Obi-Wan ist auch ein bisschen cool, muss man ja auch sagen. Aber allein schon das violette Lichtschwert oder wie er halt Jango Fett da auseinander nimmt und sowas, einfach so völlig easy. Und das war auch erst vor ein paar Jahren eigentlich, dass ich mich so ein bisschen auf den Kampfschwertstil und sowas interessiert habe. Und dass er da richtig, richtig so der Beste eigentlich mit dem Lichtschwert war, vom Kanon her, das fand ich halt, hat zu ihm gepasst. Auch ja, mit dem violetten Lichtschwert, er hat halt komplett rausgestochen. Und ja, mega cool. Also Mace Windu, auch als Samuel Jackson, er hat ihn geil dargestellt. Also da steckt mein Fanherz echt hoch bei ihm. Ja, vor allen Dingen total interessant, was sie nachher alles anhand von Lichtschwertfarben für Sachen konstruiert haben. Also was für Charaktere eigentlich, was für eine Lichtschwertfarbe bekommen. Ist alles nicht mehr hundertprozentig Kanon, aber war trotzdem spannend, weil seine Lichtschwertfarbe beruht ja eigentlich auf dem, dass George ihn gefragt hat, was willst du denn für eine Lichtschwertfarbe? Und er sagt, boah, ich will ein rotes haben. Sagt er, geht nicht, es ist von den Bösen, du kriegst ein blaues. Und dann sagt er, oh, ich will aber kein blaues. Und dann fragt ihn George Lucas, ja, was willst du für eins haben? Ja, ich will ein lilanes. Alles klar, kriegst halt ein lilanes Lichtschwert. Läuft. Jetzt ist es natürlich cool, aber im ersten Moment natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn du denkst, okay, kriegst ein lilanes Lichtschwert. Was ich auch total... Naja, aber man muss dazu sagen, ich denke mal, der hat nicht jeden gefragt, welche Lichtschwertfarbe er haben will. Er wusste schon, ja. Samuel Jackson ist jemand, der hierher kommt, der hat schon viel gemacht, der ist schon sehr bekannt. Ach, ich frag den doch mal. Ich denke mal, Obi-Wan ist nicht gefragt worden, was sie für eine Farbe haben, grün oder blau.
Ja, der kann auch nicht gefragt werden. Der hat ja eine gehabt, die er, ne, mehr oder weniger. Ja, bei Episode immer. 1. Achso, ja, okay, später auch noch, ja. Ja. Also da, ich weiß doch, dass ich es damals halt auch schon ziemlich cool fand. Und ich habe auf der PlayStation 1 damals so ein Star Wars-Spiel gespielt. Das war von der Top-Down-Perspektive. Und ich suche das immer noch vergebens. Das würde ich halt zu gerne nochmal wieder spielen. Das konnte man auch im Koop spielen. Und da habe ich halt auch immer Mace Windu genommen, weil ich einfach das Lichtschwert so mega cool fand. Ich fand es auch immer geil. Sie haben seinen Kampfstil auch so ein bisschen da so abgearbeitet. Und deswegen, ja, Fanherz. Ja, definitiv. Aber ich glaube auch, dass es daran lag, dass sie ihn gefragt haben und nicht jeden anderen. Weil es hat ja sonst keinen anderen Jedi außer Yoda, den du nicht fragen musst, weil er hat nichts zu sagen. Hat ja keiner Screentime mit dem Lichtschwert. Also bei Anakin ist es klar von Anfang an, es muss blau bleiben, es ist blau. Bei Obi-Wan ist es eigentlich auch klar, also wen hast du noch? Du kannst eigentlich nur Mace Windu fragen, was er für ein Lichtschwert haben will. Da finde ich schon sehr extravagant, aber im Endeffekt hat es auch den Charakter ausgemacht. Und darauf meine ich ja dann. Dadurch, dass es so ein Hirnfurz aller Samuel Jackson war, jetzt nicht böse gemeint, darauf dann aber noch eine Story zu basieren, was denn diese Lichtschwertfarbe eigentlich über ihn aussagt. Also eins ist klar, inwiefern das jetzt hundertprozentig noch alles in den Kanon reingeht, ist schwer übersichtlich. Es gibt einen Mace Windu Comic, wo auch erklärt wird mit seiner Meisterin, die getötet wurde und was weiß ich. Ganz spannend, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist es aber so, dass Mace Windu immer sehr nah an der dunklen Seite war, aber immer sehr nah an den Praktiken. Ja, auch, das ist ja auch der Kampfstil gewesen. Genau, die Lichtschwertform, die er nutzt, die ist auch immer so, die basiert sehr auf einem aggressiven Weg, der halt sehr schnell in Richtung dunkle Seite tendieren kann. Und auch diese Lichtschwertform war ganz oft, wurde von denen ausgeführt, die dann auch zur dunklen Seite gefallen sind. Also, aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht mehr Kanon, das ist altes Legend, denn auch diese ganze Jedi Pass und so, wo das erklärt wird, das ist alles nicht mehr Kanon. Aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte, allein schon auch, wo Anakin, der sich ja gefühlt halbe Episode 2 über Obi-Wan beschwert, der aber eigentlich sein Ziehvater ist, was ich übrigens auch nicht so toll finde, als er dann auch gesagt hat, Padme, versteh mich nicht falsch, Obi-Wan ist weise wie Meister Yoda, aber mächtig wie Meister Windu, merkst du eigentlich mal, Mace Windu ist schon ein krasser Ficker. Also der hat ja auch nicht umsonst den Palpatine auseinandergenommen. Also von daher, der ist schon krass in seiner Art. Und jedes Mal wieder muss ich einfach lachen, weil das einfach, ich würde sagen, das ist ein bisschen Samuel Jackson in Mace Windu, ist einfach auch, wie geil einfach diese Szene ist, die Party ist vorbei. Als er da steht und hat das Lichtschwert an dem Hals von Jango Fett, Party is over. Und ich hab den letztens das erste Mal auf Englisch geguckt. Ich habe da das hier drauf gewartet, dass er Motherfucker. Motherfucker. Ja, Party's over, Motherfucker. Party's over, Motherfucker. Aber auch da schon absolut cool, einfach. Also so von der Art her und auch wie er die ganzen Lichtschwerter abwehrt und dann den Kopf von Django abtrennt. Also er ist schon sehr heftig. Und da muss ich zum Beispiel sagen, und irgendwann mache ich das mal, der Jonathan hat das gesagt, dass ich so meine Art der Prequels wiedergebe, wie ich Szenen gehandelt hätte und Sachen. Ich zum Beispiel hätte es super cool gefunden, wenn nicht Yoda da aufgetaucht wäre, sondern eben Mace Windu. Ich hätte es einfach viel cooler gefunden. Ich hätte es absolut cool gefunden, Mace Windu gegen Count Dooku, weil es einfach ein Stück weit, erstens hättest du diesen CGI-Flummi nicht gehabt und du hättest dir das auch ein Stück weit eventuell für alle, die drauf gewartet haben, für Episode 3 aufheben können. Und so hättest du Mace Windu nochmal in ein größeres Licht drücken können und dadurch, dass er der krasseste Schwertfighter überhaupt ist, wäre das ganz cool gewesen. Ja, also cooler Charakter, absolut, und ist auch sowas, wo ich denke, jetzt gerade, und das habe ich explizit angesprochen, wenn man das mit Captain Marvel und dem CGI sieht, ach, wie gern würde ich den nochmal irgendwo sitzen sehen, wenn sie nochmal irgendwo einen Spin-Off oder irgendwas machen, der vielleicht ein Spin-Off, das in der Prequel-Zeit spielt, und wenn er nur im Jedi-Rat sitzt, der muss ja gar keine Badass-Sachen machen, dass du ihn aber nochmal siehst,
aber es war schon ein sehr cooler Charakter. Und ich gebe dem Jonathan recht, als ich das damals gehört hatte, dass er da mitspielt, dachte ich, was zur Hölle machen sie mit dem bitte? Weil der war immer in so, weißt du, in so Trash-Action-Filmen oder irgend sowas. Ja, Tarantino-Film oder Shaft oder was weiß ich, Snakes on the Plane. Weißt du, so, das sind so eigentlich seine Filme, wo du denkst, was will denn der auf einmal im Star Wars-Film? Und dann hauen sie ihn da raus. Aber auch bei ihm, finde ich, merkst du die ganze Richtung, die Lukas eingeschlagen hat, die viele kritisieren, die ich aber tatsächlich inzwischen zumindest storytechnisch nachvollziehen kann, was den Jedi-Orden angeht. Und das ist, er spielt das auch schon sehr versteift emotionslos. Also, ich vertraue ihm nicht. Oder was weiß ich. Also so, das ist, und die einzige Emotion, die er hat, ist Telenovela-mäßiges, ich guck zur Seite, weil ich enttäuscht bin oder nicht weiß, was ich sagen soll, sowas. Also das ist so, das merkst du bei ihm, aber das passt zu diesem Jedi-Orden, der einfach ein bisschen gefühlskalt rüberkommt und das auch zurecht in der Zeit und einfach ein bisschen arrogant und ja, super Charakter und ja, schade, dass wir nicht mehr davon gesehen haben. Dann würde ich sagen, nachdem wir mit über ihn gesprochen haben, sprechen wir auch über seinen abgetrennten Kopf, den Kopf, den er abgetrennt hat, nämlich über, jetzt muss ich den Namen nicht butchern, Temu Era Morrison als Jango Fett, übrigens Aquamans Papa, nicht nur Jango Fett, auch Aquamans Papa, also der Ach, Typ, ja, ja, also der Typ hat echt viel zu tun, ja, Jango Fett, der Vater, oder Vater ist eigentlich auch nicht ganz richtig, eigentlich der Bruder mehr oder weniger, der geklonte Zwilling von Boba Fett, oder Boba Fett ist der geklonte Zwilling von ihm, ja, über den eigentlich auch relativ wenig bekannt ist, außer jetzt in dem Comic, das jetzt erscheint, weiß man nicht wirklich viel von ihm, außer dass Mace Windu ihn als Spender für die Klonarmee ausgesucht hat. Das war nicht Sifo Dyas, das war Mace Windu. Weiß man über ihn nicht so viel. Mandalorianer, klar, aber selbst das, ne, ist jetzt nicht irgendwo hundertprozentig bestätigt, sondern auch die Rüstung könnte irgendwo her, aber wir gehen natürlich ganz stark davon aus. Warum gerade er ausgewählt wurde, das ist auch eine ganz spannende Geschichte und würde mich interessieren, denn er hat sicherlich was drauf, was wir im Kampf mit Obi-Wan gesehen haben, und er killt übrigens auch ein Jedi in Episode 2, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Szene, da springt ein Jedi auf den Balkon vor Count Dooku und den knallt er erstmal weg. Also der Jedi war aber auch nicht wirklich gut, wenn er den einfach so wegmachen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, er hat einen Jedi gekillt. Was ich bei den Mandalorianern tatsächlich ganz interessant finde, eine coole Lore an sich, was viele ja vielleicht nicht wissen und was tatsächlich ich ein Stück weit durch Rebels näher gebracht bekommen habe, ich traue mich kaum zu sagen, aber es ist so eine ganz spannende Geschichte, ist aber auch aus dem alten Kanon, ist der Krieg zwischen den Mandalorianern und den Jedi, und eine total geile Sache ist, dass die Mandalorianer sich technische Sachen angeeignet haben, um die Machtfähigkeiten der Jedis zu spiegeln. Also das heißt, sie konnten halt nicht irgendwelche Push- und Pull-Machtsachen machen, also wo sie irgendwelche Sachen wie das Lichtschwert irgendwie ranziehen können oder irgendwie wegpushen können irgendjemand. Darum haben sie diesen Enterhaken gemacht zum Beispiel, um Sachen ranzuholen, oder dann auch hier irgendwelche Druckwellen, um Leute wegzupushen. Also sie haben viele solcher Sachen gemacht, oder auch bestimmte Waffen, die Lichtschwerter nicht durchtrennen konnten. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Darum freue ich mich auch übelst auf die Serie The Mandalorian. Wird mich an sich interessieren, was haltet ihr von Jango Fett? War für euch ein cooler Charakter? Wie fandet ihr ihn in dem Film? Oder für euch absolut uninteressant? Jonathan, leg mal los. Ja, ich glaube, jetzt stoßen wir an das Problem, was du vorher schon meintest, dass man einfach so wenig Background-Infos hatte. Weil hätte ich die Infos gehabt, die du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast, hätte ich es tausendmal spannender gefunden, weil ich habe mich ganz ehrlich in dem Film gefragt, warum, was ist der Typ, was soll das? Ja gut, er ist ein Kopfgeldjäger, aber so krass ist er auch wieder nicht. Und als dann halt rauskam, dass es Bobas Vater war, da dachte ich so, also in Anführungszeichen Vater, dachte ich, ah, okay, deswegen haben sie, damit sie nochmal so ein Ding nochmal da haben. Hätte man in zwei Sätzen erwähnen können, dass er Mandalorianer ist. Crawl, finde ich. Zum Beispiel, ja. Das hätte gereicht und das Ganze wäre tausendmal spannender gewesen, auch ja, wie gesagt, sonst in dem, also mit dem neuen Wissen jetzt, was du mir gerade vermittelt hast, finde ich es schon wieder tausendmal spannender.
Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich jetzt gesagt, ich kann nicht verstehen, was alle an Jango Fett so cool finden, weil ich glaube, er kam schon relativ an. Ich fand ihn ehrlich gesagt relativ lahm. Mich hat er jetzt nicht so beeindruckt. Also gut, er hat den einen Jedi weggeboostet, aber er hat halt, das macht halt Mace Windu umso cooler, er hat total gegen Mace Windu abgelost. Er hat zwar Obi-Wan fertig gemacht und ist mit dem, und die Raumschiff-Action war ziemlich cool, aber ich habe auch nicht verstanden, genau, warum jetzt sie ihn gewählt haben. Das war mir nicht so 100% klar. Er war ja auch nur krass, weil er halt ein Jetpack hatte und zwei geile Waffen oder eine coole Waffe und einen Raketenwerfer und einen Flammenwerfer. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Django Fett, wie sieht's bei dir aus, Göster? Findest du den cool oder eher nicht so doll? Ich fand ihn eigentlich ganz cool, aber da bin ich auch so ein bisschen wieder bei Jonathan mal wieder. Bin ich ja selten heute wieder. Ich denke mal, das liegt aber auch so ein bisschen an der Darstellungsweise damals, dass die. Ich meine, Boba Fett kam ja in den alten, die Prequels wollte ich schon sagen, in den Sequels, in den, also in den alten Filmen kam er ja nur so ein bisschen als Fanservice raus, irgendwie. Alle haben ihn geliebt. Und da haben sie halt versucht, glaube ich, so ein bisschen einzubauen. Und er hat einen Jedi gekillt, aber wir sprechen wahrscheinlich auch demnächst mal über Episode 3 und da, wie der Palpatine da die anderen Jedis killt und sowas. Das liegt ein bisschen an der Darstellung, ne? Also das sieht manchmal ein bisschen lame aus, ganz einfach, glaube ich. Aber ich weiß noch damals, was mich so ein bisschen irritiert hatte, hatte ich irgendwie mich mega drauf gefreut und ich habe gedacht, dass Ray Liotta den Jango Fett spielt. Und wisst ihr jetzt noch, wer Ray Liotta ist? Goodfellas. Genau, und den fand ich damals schon so krass, weil er halt so mega evil aussieht und so richtig fies Das ist aber auch intrigant. so der Vorzeigebösewicht ever. Ja, es ist auch, und da hatte ich halt echt schon gedacht, so mega geil, da freue ich mich halt tierisch drauf. Und dann kam halt der Temuera Morrison, war nicht schlecht, also er hat auch so eine negative Aura gehabt, die habe ich ihn auch so ganz gut ab, oder habe ich ihn auch ganz gut abgenommen. Aber hätte das jetzt Ray Liotta gespielt, ich glaube, das wäre mega geil gewesen. Ja, aber wie gesagt, die Darsteller, da hätten sie ein bisschen mehr, die hätten sie noch ein bisschen mehr badassiger machen können. Natürlich die Szene, wo er gekillt wird von Mace Windu. Mace Windu Fanservice für mich wieder. Das hätte so bleiben können, aber sonst hätte er schon noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können, finde ich. Also, ich finde halt echt vom Kontrast her, dass genau da absolut unverständlich, wie auch nur einer Boba Fett feiern kann, wenn man im Vergleich Jango Fett sieht. Also Jango Fett hat viel mehr Action gerissen, als es Boba Fett hat, und ich fand ihn auch viel cooler. Ich fand ihn damals schon geil, denn wir dürfen, ich glaube, man vergisst es ganz oft, wem Jango Fett den Arsch versohlt hat. Obi-Wan. Nicht irgendeinem. Er hat Obi-Wan den Arsch versohlt. Ja, er hat gegen Mace Windu sehr eindrucksvoll verloren, aber es war dann auch halt Mace Windu. Aber Obi-Wan hat er schon gut in die Schranken gewiesen. Natürlich mit vielen technischen Hilfsmitteln und seinem Sohn, der dann aus dem Raumschiff ballert und alles absolut verständlich, aber er hat ihm schon gut Kontra gegeben. Und allein das ist schon eine ganz spannende Geschichte, inwiefern die Mandalorianer fähig waren, dem Jedis an sich Kontra zu geben. Und ich finde ihn einen total spannenden Charakter. Nur da finde ich auch wieder, es gibt viel zu wenig Background-Story. Warum er? Hat er eine besondere genetische Veranlagung, dass er besonders schnell heilt oder schnelle Auffassungsgaben? Das bestimmt, ja, dass er einfach ein besonders gesunde Genetik oder was auch immer hat oder da Wissen auch mit der Genetik vermittelt wird, wenn dieses Klon stattfindet oder warum genau er. Das ist tatsächlich was, was total spannend ist und wo ich gespannt bin, auch was im Comic nochmal erzählen. Ich finde aber auch da schon, es werden viel zu viele kleine, unwichtige Player eingebaut, die für den Arsch sind. Ich finde zum Beispiel die Verfolgungsjagd am Anfang mit Anakin und Obi, auch das hätte schon er sein müssen. Das hätte nicht der Changeling sein müssen, sondern auch das hätte schon Jango Fett sein müssen. Und er hätte ihnen entkommen müssen. So, und auch da, okay, es kommt dann zu einem Fight in der Bar und vielleicht war er sogar ein Stück weit Anakin überlegen, dass er zumindest entkommen konnte, hat aber währenddessen jemand getötet mit diesem Kamino Saber Dart, und auch da hätten sie den Dart gehabt. Dafür hätten sie den Changeling nicht gebraucht. Aber einfach, um ihn noch ein Stück weit mehr
in den Vordergrund zu rücken, ist es ganz einfach eine ganz coole Geschichte. Oder hätte ich cool gefunden. Finde ich schade, dass er nicht noch ein bisschen mehr, aber ich finde ihn absolut badass. Einfach nur, auch weil er beide Kanonen hat und weil er auch wie im Wilden Westen die über den Finger rollen lässt und was weiß ich. Also, das finde ich schon eine Badass-Geschichte. War wirklich cool. Ja, das ist und dann cool auch die Sounds von den beiden, die er ballert und auch das, wie der Dart, wie gesagt, den Changeling trifft, flupp und dann siehst du das Jetpack aus der Entfernung, wie er auf einmal abgeht, also er ist schon ein sehr geiler Charakter. Und wir können uns darauf einigen, er ist für die coolsten Sounds in dem Film zuständig. Absolut, also das ist, ja. Ich finde ein bisschen, fand ich zum Beispiel damals, ich fand damals seine Rüstung ein bisschen lame, weil so einfach zu krass 1:1 Boba Fett ist, aber im Endeffekt dann auch schon wieder cool, wenn das dann dieselbe Rüstung ist. Ich habe nur echt ein mega krasses Problem mit seinem Tod, also mega krass. Einfach nur finde ich's cool, wie er enthauptet wird, aber dann ist das ist wieder das, wo ich denke, ey, bitte, wie könnten ihr so einen emotionslosen Scheiß machen? Er ist enthauptet und dann geht die Kamera auf sein Kind und der macht nix, der sitzt nur da und kann nicht wirklich reagieren. Ist also, er nimmt später den Helm an den Kopf. Ja, und auch da, nimmt später der Helm, wo der Kopf von seinem Vater noch drin ist und drückt sich an den Kopf und auch da keine Reaktion. Also auch da wäre es ja cool gewesen, so ein Stück weit die Abneigung auch gegen Jedis oder ne, Rebellion oder was weiß ich, ein Stück weit zu schüren, dadurch, dass ein Jedi seinen in Anführungsstrichen Vater getötet hat. Auch da schon, mein Gott, also es wird mal ein Schrei möglich sein oder irgendwas oder ein bisschen in Verzweiflung ist sein Vater. Also dieses Stumpfe, was sie da wirklich haben, diese Kinderdarsteller. Und damals habe ich immer gedacht auch, man tut den Kinderdarstellern Unrecht, weil es gibt auch nicht wirklich viele gute. Es gibt in jedem Jahrgang gefühlt mal 1, 2, die du gebrauchen kannst. Und die sind dann meistens schon zusammen in einem Film. Aber wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt, sei es Harry Potter, sei es Stranger Things und was weiß ich, es gibt so viele gute Kinderdarsteller, da ist es schon eine Frechheit, was sie da wirklich gecastet haben. Sei es ne, mit unserem Anakin Episode 1 oder jetzt hier mit Boba. Wie gesagt, ich will den Menschen an sich ja nichts, weil es sind Kinder und es kann halt nicht jedes Kind gut schauspielen, aber dann muss man halt da die Wege gehen, anständig zu holen. Die Szene jedes Mal wieder ärgert sie mich. Ich denke, boah, Badass, Kopf ab und dann Kamera fährt auf das Kind und das Kind so, boah, ich hab Hunger. Also das ist so der Gesichtsausdruck, so völlig, völlig belanglos. Und nachher siehst du noch, wie er der Helm in der Hand hält, was total weird ist, weil da der abgeschlagene Kopf von seinem Vater drin ist. Also weiß ich nicht. Was ich cool auch gefunden... Auch der Tod von Django ist ein bisschen, ist ja wieder fast ein bisschen Slapstick-mäßig. Das macht wieder ein bisschen kaputt. Weil er fightet ja gar nicht wirklich richtig gegen Mace Windu, sondern er wird von dem Rhinoceros überrannt. Stimmt. Ist ein bisschen durcheinander. versucht noch 2, 3 Mal auf Mace Windu zu schießen und er hackt ihn im Kopf ab. Aber ganz so ist es nicht. Also er wird von dem Rhinoceros überrannt und dann ist sein Jetpack kaputt. Also das sprüht Funken und ja. er kann nicht wirklich weg. Und aus dem Grund, er kann nicht weg. Er springt nach seiner Waffe. Genau, er nimmt dann seine Waffe und schießt auf ihn. Was soll er denn dann noch sonst machen? Also er ist ja schon sehr auf sein Jetpack angewiesen, was wir auch in dem Kampf mit Obi-Wan sehen. Ne? Also da ohne das Jetpack ist er ja schon sehr, sehr aufgeschmissen, wenn er nur stumpf da stehen soll. Und das geht aber auch jedem anderen so, der eine Waffe in der Hand hat. Was willst du? Kommst der krasseste Jedi-Schwertkämpfer kommt mit dem Schwert auf dich zugerannt und du hast nur einen Blaster. Was soll er machen? Soll er jetzt einen Flickflack? Also noch dümmer wäre gewesen, wenn er sich umdreht und rennt weg dann auf einmal. Also mehr als schießen kann er ja im Endeffekt nicht machen. Ich meinte jetzt eigentlich eher von George Lucas vom Inszenatorischen her. Er musste ihm praktisch sein Jetpack wegnehmen, um ihn sterben zu lassen. Ja, vielleicht war das auch so ein Throwback Richtung Boba Fett, der ja absolut ne, Slapstick-mäßig gestorben ist. Natürlich hätte ich mir da auch ein bisschen mehr gewünscht, aber ich zum Beispiel hätte da ganz cool gefunden, dann in dem Moment, wenn die ersten fliehen und auch Count Dooku flieht, das ist eine Szene von 10 Sekunden. Warum sehen wir nicht den Sohn, wie er die Rüstung in den Fighter einlegt und wegfliegt? Nur das schon. Das ist ein kleiner Service, wo wir wissen, okay, das ist die Rüstung von seinem Vater und wir wissen ja, was aus der Rüstung wird. Er wird Boba Fett etc. Was weiß ich. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach finde, die kann man immer mal wieder mit einbauen. Das hätte ich lieber gesehen, als dass er die verstörende Szene, wie er den Kopf von seinem Vater hält. Also, weiß ich nicht. Das sind immer mal, ja, so Kleinigkeiten,
die ich nicht so nachvollziehbar finde. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, dann machen wir weiter. Ich will jetzt nur gerade mal schauen, wen wir als am besten als nächstes nehmen. Ja, würde ich sagen, das passt doch ganz gut. Dann gehen wir mal in die Richtung von... Ja, machen wir. Machen Yoda jetzt schon mal. Und da würde mich interessieren, weil Yoda hat doch schon eine prominente Szene am Ende, aber ansonsten dem Film durchweg eigentlich nur kurze Szenen, wo er immer mal ein bisschen Dialog liefert oder eine ganz, ganz niedliche Szene mit den Jünglingen, wie ich finde. Würde mich total interessieren, wie ihr denn Yoda fandet in dem Film. Natürlich auch wieder Voice von Frank Oz. In dem Teil absolut 100% CGI. In Episode 1 erst Puppet, dann CGI. Ja, wie fandet ihr ihn erstmal als Visual Effect und dann den Charakter an sich in Episode 2? Wie sieht's bei dir aus, Jonas? Ja, also man hat sich ja damals ein bisschen schwer getan, warum er jetzt plötzlich CGI ist. Ich denke mal, das war einfach wegen seiner Kampfszene dann letzten Endes nötig, weil mit der Puppe hätte man es nicht machen können. Aber stell dir mal vor, wie das mit der Puppe aussieht. Aber vielleicht wäre es cooler gewesen, vielleicht hätten sie den so stark reduziert, dass es noch cool gewesen wäre. Es wäre immer nur ein Close-Up gewesen mit Oberkörper und Kopf und mehr nennt wahrscheinlich. Und so ein fuchtelndes Schwert. Ja, ja, Muppet-Style. Mit dem Stock drin. Also er sah okay aus und ich würde sagen, jetzt sieht er auch noch relativ okay aus. Es ist okay, aber die Puppe wäre natürlich geiler gewesen, weil es einfach authentischer aussieht. Aber man konnte natürlich so ein bisschen mehr mit der Mimik und Gestik vielleicht machen, aber ich finde, der Puppenspieler damals hat das auch so geil hingekriegt, es war ja auch Frank Oz, der hat das auch trotzdem so geil hingekriegt. Also ich finde den Yoda in Episode 6 eigentlich fast noch geiler als den Yoda in Episode 2. Ja, und ansonsten zu seiner Rolle in dem Film an sich. Er hat ein, zwei coole Szenen. Also meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, die wir schon angesprochen haben mit dem, ja, eine Eigenschaft sehr verbreitet unter den Jedi. Oder eine Schwäche sehr verbreitet unter den Jedi. Mhm. Mit der Arroganz, finde ich sehr cool. Dann gibt es auf jeden Fall noch Szenen, die ich nicht so cool finde mit ihm. Abgesehen von dem Kampf ist es tatsächlich, er gefällt mir überhaupt nicht in der Rolle dieses Generals. Da gibt es diese Szene, wo dieser Gleiter da fliegt und man über seine Halbglatze filmt und die Haare im Wind wehen und er zu diesem Kommandostützpunkt geflogen wird und da irgendwelche einfachsten strategischen oder taktischen Befehle da gibt. Ja, in der Rolle gefällt er mir tatsächlich nicht ganz so gut. Ich finde, es wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn dann irgendwie ein anderer, vielleicht wirklich Mace Windu, eher so diesen kriegerischen Part übernommen hätte und er sich so ein bisschen auf seine Rolle besinnt als meinetwegen spirituelles oder geistiges Oberhaupt. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Mhm. Ja. Okay, ja, Göster, wie sieht's bei dir aus? Yoda in Episode 2, fandst du cool oder eher meh? Also ich muss auch sagen, dass er eigentlich recht gut gealtert ist. Von den Effekten her, dass er halt komplett CGI ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also da gibt es schlimmere Sachen in dem Film, also ganz ehrlich. natürlich im Vergleich zur Frank Oz Puppe in Episode 6 ist das natürlich eigentlich kein Vergleich, das hätte ich auch ganz gerne mal gesehen. Und damals zum Beispiel fand ich den Fight auch gegen Count Dooku völlig genial, ich weiß nicht warum, aber heutzutage denke ich auch so, was hat mich denn da geritten, dass ich das geil finde, ne? Aber von Ding her, keine Ahnung, damals war es halt genial. Und der Film kam halt damals raus, deswegen muss man das auch ein bisschen anders betrachten als irgendwie jetzt. Ne? Aber sonst, ja, die Generalszene von ihm, oder dass er halt so auf General macht, das finde ich auch so ein bisschen cringy. Fand ich damals schon, finde ich heutzutage auch. Aber die Weisheit, also dass er diesen weisen Charakter spielt, das hat er auch ganz gut, oder? Dass dieses Weise, was er halt ausstrahlt, das hat er in seinem, was er gesagt hat, eigentlich auch, haben sie gut rübergebracht. Deswegen bin ich mit Yoda eigentlich auch ziemlich zufrieden gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Bis auf jetzt heutzutage die Fight-Szene. Ich muss tatsächlich sagen, was mir immer wieder auffällt, was ich total angenehm finde, ist, dass wir in einer ganz kurzen Szene den alten Jokey-Yoda
ganz kurz angedeutet bekommen und zurück, was ein Teil von seinem Charakter ist. Und er ist mir teilweise in den Prequels zu oft auch zu ernst und zu, also es, ich finde tatsächlich, bei ihm müsste es öfters mal Szenen geben, wo er ein bisschen lockerer ist, denn gerade in der Originaltrilogie ist es so, dass er zwar anfänglich absolut cringy, total over the top ist und dann runterfährt zum Jedi-Meister, aber dass es ein Stück weit zu seinem Charakter auch gehört, weil gerade als er mit den Jünglingen da das macht, ist es so, oh, wer geklaut Obi-Wans Planeten hat, wie peinlich, also so ein bisschen was von diesem Jokey Yoda kriegst du da raus und das finde ich ganz cool, auch dass du gesehen hast, dass er immer noch Jünglinge trainiert. Ich finde, der müsste sowas sein wie soll ich sagen, sonst wenn du irgendwelche Fantasy Bücher, Filme, Comics oder was weiß ich siehst, gibt's eine Magier-Gilde und da ist der Obermagier, der ist aber so alt, der sitzt die ganze Zeit auf dem Thron in seinem hohen Turm und wacht da über alles, aber wirklich kämpfen mit irgendeinem kann der und wird der gar nicht mehr, und das finde ich, das müsste er auch sein, also das müsste so der Altmeister der Jedi sein und er hätte da nicht kämpfen dürfen, also der, und wenn doch, wie gesagt, dann hätte er mit Todesstern um sich schmeißen müssen, aber halt nicht irgendwie mit dem Lichtschwert, und das finde ich auch nehme ich schon vorneweg Richtung Episode 3, wenn wir alles rausnehmen, was das Lichtschwert ist, wäre das genau das gewesen, den Showdown, den wir gebraucht hätten mit ihm, dass er da diese aus dem Senat diese komischen Kapseln da rumschmeißt. Genau das ist es, weil, und er hält Blitze auf und er müsste eigentlich so weit mit der Macht sein, wenn jemand mit dem Lichtschwert nach ihm schlägt, dass er das einfach kurz vor seiner Hand stoppen könnte und ihm das, also er müsste so, sagen wir mal, vom Machtlevel so weit sein, dass das Lichtschwert einfach auch nicht mehr nötig ist, aber auch, dass durch sein Alter, was ganz klar vorhanden ist, dass das auch ein Stück weit damit reinspielt, dass er das ja nicht mehr benutzt. Ich fand es da sehr schlecht gehandelt. Ich finde das mit dem General jetzt nicht so schlimm, weil eins ist klar, und da müssen wir ganz ehrlich sein, alles ist cringy, was Yoda angeht, wenn er nicht in einem Stuhl sitzt und dir Weisheiten erzählt. Also es wird automatisch cringy. In jedem Fighter, in jedem, das ist einfach cringy, weil das ist ein kleiner, grüner, riesenohriger Jedi, der einfach alles, was er irgendwie halbwegs Action oder Badassig angeht, geht in die Region entweder cringy oder der eine find's mega cool. Ich find's einfach nicht cool. Und darum finde ich einfach den Lichtschwertkampf auch immer nicht ganz so toll. Und ich find's aus einer Hinsicht einfach auch nicht toll. Und ich finde, da wird bei Star Wars manchmal auch ein bisschen wenig Wert drauf gelegt, welches Level, sage ich jetzt mal, in einem Rollenspiel-Jargon denn jemand ist. Denn wenn man auf einem gleichen Machtlevel mit einem Count Dooku ist, weil Count Dooku sagt, wie ich sehe, kann dieser Kampf nicht mit der Macht entschieden werden, weil wir da beide halbwegs gleich gut sind, sondern vielleicht mit dem Lichtschwert. Ist es so, dass ich finde, ein Count Dooku dürfte nicht auf dem Level von einem Yoda sein. Der Count Dooku war der Meister von Qui-Gon Jinn und war sicherlich auch ein sehr hoch angesehener und, sagen wir mal, sehr machtvoller Jedi, aber eben kein Yoda-Level, weil es gab kein fucking Yoda-Level damals, sondern der Antagonist, der auf Yoda-Level sein müsste oder war, ist nun mal Palpatine, ist der Imperator und sonst fucking keiner. Und dementsprechend, wenn er da auftaucht, dann hätte er entweder Dooku halbieren müssen oder ihn ganz einfach in die Flucht schlagen müssen, aber nicht dieses, ja, weiß ich nicht. Also, das war auch so ein Cop-Out am Ende irgendwie. Ja, wir kommen eigentlich nicht irgendwo raus, weil du bist scheiße stark, ich bin scheiße stark, ich gehe ab wie ein Flummi mit dem Lichtschwert, du hast was drauf mit dem Lichtschwert. Ja gut, scheiße, weißt du was? Hier ein paar Brocken auf die beiden, die da liegen, und jetzt hau ich einfach ab, ist mir zu blöd. Das dauert sonst noch Ewigkeiten. Das ist mir, weiß ich nicht. Fand ich einfach nicht gut und liegt aber auch daran, weil ich kein richtig riesen Dooku-Fan bin, weil der Charakter einfach nicht gut erzählt ist, nicht gut eingeführt wurde, mir zu wenig Background vorhanden ist, da wird einfach irgendein Charakter reingeschmissen, den kein Arsch kennt. Finde ich einfach ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, Yoda an sich finde ich immer cool. Ich bin nur kein Fan von dem Lichtschwertkampf, ganz klar. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Und dann kommen wir jetzt schon so in die Richtung Big Player. Und dann sprechen wir natürlich auch über Christopher Lee, nämlich Count Dooku oder auch bekannt als Darth Tyrannus. Und da würde mich total interessieren, da fangen wir mit dem Göster an, weil er gesagt hat, er ist ein Mega-Fan von Christopher Lee und Count Dooku. Wie fandst du Christopher Lee in dem Film? Und Count Dooku scheint sie ja ganz cool gefunden zu haben. Leg mal los. Ja, wie gesagt, ich bin ein Mega-Christopher-Lee-Fan. Und
Ja, das lässt mich, also ich muss kurz sagen, das ist ein bisschen schwierig jetzt auch heutzutage, das wieder so irgendwie zurückzuempfinden. Auf jeden Fall habe ich ihn damals, ich habe mich eigentlich gar nicht gefragt, wer er ist irgendwie. Also er war da für mich und fand ich halt cool, dass er irgendwie für Darth Maul eigentlich so ein Ersatz war, weil ich halt, also im Gegensatz zu dir, finde ich halt Christopher Lee cool und er spielt halt Bösewicht ziemlich Ich mag geil. Christopher Lee auch, aber nicht als Countdown. Das ist ein Opa, ne? Ja, nee, aber ich fand ihn da auch cool besetzt und seine Dialoge, die er hatte, die waren überraschenderweise sogar gut geschrieben, fand ich. Also ich fand das auch interessant, wo er halt Obi-Wan irgendwie so alles offenbart hat, so eigentlich die Wahrheit erzählt, aber Obi-Wan das halt gar nicht hören wollte irgendwie. Das fand ich als ziemlich coole Szene. Ja, die Fight-Szene am Ende mit ihm, heutzutage denke ich da auch wieder so ein bisschen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, ne? Aber nun gut, ist halt so, ne? Aber vom Ding her, ich fand Count Dooku eigentlich ganz cool. Und heutzutage gehe ich halt auch mit so diesem Background oder dem Background-Wissen ran, so dass er halt der Meister von Qui-Gon Jinn war, durch seinen Tod halt erst wirklich böse geworden ist oder halt zur bösen Seite gewechselt ist und sowas. Durch dieses Background-Wissen ist das halt alles noch ein bisschen, hat ein bisschen mehr ein bisschen interessanteres Weißt du Niveau. halt im Kino nicht. Ja, aber das weiß ich halt auch nicht mehr, ob ich es damals, ob es mich irgendwie tangiert hat damals, ne? Also irgendwie hat es mich damals, glaube ich, nicht so tangiert. Deswegen, also ich fand ihn damals auch ziemlich cool. Okay. Jonathan, wie Und sieht. er hat coole Dialoge gehabt. Also Ja, das fand ich die. auch. Ja. Einige der wenigen coolen Dialoge hatte er, deswegen, Ja. also. Ich fand den Dialog ganz geil mit Obi-Wan, als er da in diesem Energiefeld ist. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Also das stimmt. Genau. Also in dem Episode 2 gibt es viele Dialoge, die sind fernab von Gut und Böse. Die sind richtig bad. Und da sticht er definitiv raus, weil es halt auch ein qualitativ hochwertiger Schauspieler, ganz klar. Ja, Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Christopher Lee als Count Dooku, fandst du gut oder eher meh? Ja, also als ich den Film halt das erste Mal gesehen habe, war es für mich jetzt, da war ich noch zu jung, um irgendwie so Sachen zu hinterfragen. Aber jetzt im Alter natürlich, stimme ich mit dir auf jeden Fall da in dem Punkt überein, dass ich sagen muss, okay, wer ist der Typ eigentlich und was ist seine Funktion? Das hätte man in dem Film einfach richtig geil erklären können. Und für mich hat der irgendwie drei wirklich gute Momente gehabt. Also die beste Szene für mich ist wirklich die mit Obi-Wan, wo er da in diesem Kraftfeld gefangen ist. Und das ist halt so schade, weil tatsächlich so viel möglich gewesen wäre. Er hätte einfach in so wenigen Sätzen so geile Verknüpfungen machen können, auch zu Episode 1. Nochmal das Thema mit Qui-Gon aufgreifen. Er hat es ja am Rande aufgegriffen. Er hätte es nochmal dem Zuschauer nochmal deutlich klarer müssen, was machen müssen, was seine Motivation ist. Er hat es halt so leicht angerissen in dem Gespräch, aber man hätte dann noch deutlich mehr rausholen können. Das wäre auf jeden Fall richtig cool gewesen. Ansonsten war die geilste Szene auch noch mit ihm, wo er dann sagt, ja, wir müssen jetzt gehen, sie dürfen die Pläne. Er sagt ja, glaube ich, zu diesem, ich weiß nicht, wie dieser Spinnenmann da heißt, diese fliegenden, ihr wisst, wen ich Ah oh ja, ich meine. weiß, Die der Spinnmänner. Hauptmann von den Geonosianern. Geonosianern, Ja, ja. ja. Wo sie da auch über die, ich glaube, da war er doch mit dabei, ne? Wo sie über die Waffe quatschen, über die ultimative Waffe. Die Szene war cool. Und die letzte Szene mit ihm finde ich halt absolut genial, wo er dann da auf Coruscant, in diesem Industrieviertel auftaucht und dann man dann als Zuschauer checkt, oh, er gehört zu ihm. Ach, krass, okay. Das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut, irgendwie. Also, Echt, ja? Nee, das fand ich schon ziemlich cool. Also ich weiß ja, als das ist halt so im Erinnerung geblieben. ich hätte mir die ganze Zeit in diesem Film so ein bisschen das Zerwürfnis noch so ein bisschen bei ihm geil vorgestellt, dass er eigentlich denkt, er kämpft wirklich noch für das Gute irgendwie, weil er sich halt den Separatisten angeschlossen hat, wo er halt auch Obi-Wan quasi die Wahrheit erzählt und eigentlich dann nur als Tool irgendwie missbraucht wurde, irgendwie im Endeffekt. Das hätte ich ein Das bisschen wäre auf cooler gefunden. jeden Fall sicherlich auch ein geiles, geiles Ding Dass er gewesen. da noch Ja. gar nicht zur bösen Seite gewechselt ist, quasi. Das hätte ich mir so ein bisschen noch im Nachhinein gewünscht, aber. Ja, na jetzt, wo du sagst, das ist natürlich auch ein cooler Konflikt gewesen, wenn er erstmal denkt noch, er tut eigentlich alles Gute, weil er weiß, dass die Sith da sind und ja, aber für mich damals im Kino war das ein echt cooler Plot-Twist, dass ich dachte, wow, ach, mit ihm hängt er zusammen, cool, das fand ich geil. Wie gesagt, die Kampfszene war furchtbar, weil er auch nicht mehr der
beweglichste ist. Er hat sich zwar ein bisschen bewegt da und der Kampf mit Anakin und Dings, der war an sich auch ganz okay, aber mit Yoda, das war einfach zu viel. Ja, was war sonst noch bei Christopher Lee? Weil ich es mir auch einfach total schwer vorstelle, welches Ziel er da angreift, weißt du, bei den genau das habe ich auch gerade gedacht. Schlag mal dahin und schlag mal dahin. Also die werden wahrscheinlich, da wird irgendjemand einen Stab gehabt haben mit einer grünen Kugel dran und der musste andauernd auf die grüne Kugel schlagen oder so. Und die haben es dann im Nachhinein so eingefügt. Also das, aber das ist auch ein Stück weit Filmmagie wieder, finde ich, wie sie das irgendwie dann gemacht haben. Aber für mich ist, sage ich mal, hätte man die Szene deutlich retten können, indem er Meister Yoda kommt halt rein, gerne auch so, das hat ja für einen Lacher gesorgt, dieses wie er da reingekrexelt kommt. Das wäre noch okay gewesen und dann machen sie halt mit der Macht und man merkt, dass er deutlich verliert und aufgrund dessen lässt er halt die Steine abbrechen, auch Obi-Wan, und flüchtet halt in sein Raumschiff. Und diesen Kampf zwischen den beiden hätte man auch cool inszenieren können mit der Macht. Das hätte jetzt gar nicht so ausladend sein müssen wie beim Imperator, man braucht ja noch was, um sich zu steigern, aber einfach nur dieses Kampf zwischen den beiden und du merkst, dass er Stück für Stück verliert und durch diesen kleinen Yoda zurückgedrückt wird. Das hätte ich mir auch ziemlich cool vorgestellt, ja. Jedes Mal, wenn ich Yoda trotzdem sehe, für mich trotzdem in der Prequel-Trilogie, ja, ich nehme ich wieder ein Stückchen weit was vorneweg zur Episode 3, ist immer noch jedes Mal wieder, finde ich es badass, wenn er die Tür reinkommt, haut die Wachen gegen die Wand und sagt, wenn so mächtig ihr seid, warum ihr dann schon gehen wollt? Das finde ich jedes Mal wieder richtig nice. Also den Charakter an sich liebe ich natürlich, Yoda, ist ganz klar. Was sie da gemacht haben, das war einfach too much und das war... Das ist aber auch das Typische, was man ganz einfach ja auch den Prequels ankreidet oder ankreiden muss und was auch Lucas gemacht hat, das ist, man wollte too much, man wollte zu viel, man wollte über alle Maßen alles zeigen und machen und tun und das ist einfach, ja, ein bisschen schwierig und nach wie vor, ich bin kein Prequel-Hater, ich bin kein Prequel-Lover, sondern ich bin ein Prequel-Akzeptierer, würde ich sagen und auch ein Viewer. Ja, genau, Viewer und auch jemand, der viele Sachen einfach ein Stück weit auf dem Papier nimmt und nicht visualisiert. Also ich kann einfach sehr gut unterscheiden, dadurch, dass ich diesen Star-Wars-Lore an sich liebe, was mir da präsentiert wird, wie geil die Grundinformation ist und wie schlecht die Umsetzung ist. Und das ist genau dasselbe auch mit Episode 8. Ich kann durchaus absolut nachvollziehen, diesen absolut gebrochenen Mann und der Rey nicht trainieren will. Ich kann nur die Umsetzung mit den fucking Alien-Titten nicht akzeptieren. Einmal Alien-Titten musste hier mit rein. Ich kann es einfach nicht akzeptieren, wie die Umsetzung dann ist. Die Grundidee wieder cool, aber die Umsetzung nein. Und das ist da einfach auch so ein Stück weit der Fall, aber ja, wie gesagt, wir kommen ja noch zu dem finalen Urteil. Dann würde ich sagen, ist schon das zweite Shirt, das du bekommst übrigens. Bitte? Das ist schon das zweite Shirt, das du eigentlich bekommst. Was war das erste? Verräter! Stimmt. Verräter! Und dann Hashtag Alien Titten. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt auch so zu den, sagen wir mal, zu der Holy Trinity von den Prequels, beziehungsweise von Episode 2 auf jeden Fall. Und das ist Anakin, Padme und Obi-Wan. Und da würde ich sagen, weil es eine ganz, ganz coole Dynamik ist, müssen wir sie trotzdem komplett einzeln besprechen. Und würde sagen, wir fangen dann erstmal mit Obi-Wan an. Wie findet ihr, ist die Entwicklung von Obi-Wan von Episode 1 zu Episode 2 zu sehen? Wie findet ihr den Charakter an sich? Den Ewan McGregor spielt in Episode 2 seine Szenen, die Art und Weise, wie er das spielt. Ja, einfach, was haltet ihr von Obi-Wan in Episode 2? Aber ganz besonders die Entwicklung von 1 zu 2. Was haltet ihr davon? Würde ich sagen, Göster, dann legst du doch mal los. Obi-Wan, wie findest du ihn in Episode 2? Grandios. Also die Entwicklung von Episode 1 zu Episode 2 ist gut gelungen. Also Episode 1 ist er halt auch noch dieser stürmische Charakter, der sehr impulsiv handelt, zorngeladen ist teilweise. Und in Episode 2 ist er besonder, da hat er so die schöne Lehrerrolle eingenommen, was ich halt ziemlich cool finde. Was ich nicht so cool finde, ist, dass sie da mit dem Make-up halt mega viel gehunzt haben, ne? Also ich habe den ja jetzt, wie gesagt, vor kurzem nochmal gesehen. Ich dachte auch, früher ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt heutzutage, mal hat er einen unechten Bart, mal hat er einen echten Bart.
Dieser unechte Bart, der sieht so katastrophal schrecklich aus. Das sieht aus, als hätten sie einem Teddybär auf die Backe geklebt. Nee, als wenn die irgendwie Schamhaare ins Gesicht geklebt hätten. Echt? Das sieht richtig schlimm aus. Aber ansonsten fehlt den Charakter und Obi-Wan. Also ich hoffe immer noch, dass die nochmal einen Obi-Wan mit Ewan McGregor ankündigen. Weil der spielt den halt echt geil, ne? Und Erhabenheit, er streitet so eine schöne Erhabenheit, er hat eine Ruhe. Trotzdem irgendwie noch so eine leichte Aggressivität, die er unterschwellig immer noch verbreitet. Ich meine, ne? Du willst mir keine Killer-Sticks verkaufen, ne? Es ist eine coole Szene. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Du willst nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken, ne? Und das, ich meine, so ist der Charakter ja die ganze Zeit. Und deswegen, ich finde es genial. Also Obi-Wan ist klasse. Okay. Johnson, wie sieht's bei dir aus? Obi-Wan Episode 2, wie findest du? Ja, Göster hat schon echt viel gesagt. Dem kann ich mich fast eigentlich komplett anschließen. Ich finde, es ist, wenn man jetzt den alten Obi-Wan sieht, finde ich, hätte man diese junge Version von ihm eigentlich gar nicht perfekter spielen können. Das ist so dieses, ist noch ein bisschen dieses Jugendliche, aber doch schon der erfahrene Meister. Er ist auf jeden Fall ein sehr mächtiger Jedi, das sieht man in dem Film ja auch immer wieder. Und ich weiß nicht, was ich noch zu ihm sagen soll. Also er ist wirklich, hat mir den Film mega gut gefallen und wahrscheinlich ist er sogar, würde ich aus meiner Warte sagen, die coolste Rolle im ganzen Film. Mhm. Ja. Ja, also ich liebe natürlich Ewan McGregor als Obi-Wan. Ich finde ihn aber tatsächlich in Episode 2 am schwächsten als Obi-Wan. Ich finde ihn am besten in Episode 3, weil ich einfach finde, es kommt am meisten rüber irgendwie. Und am zweitbesten in Episode 1, weil es einfach so ein kleiner Unterschied noch ist. Du siehst Nuancen von dem Ur-Obi-Wan, aber halt, wie der Göster so super gesagt hat, so einen kleinen stürmischen einfach noch, ja, der einfach noch ein bisschen unerfahren ist. Und in 2 ist er mir zu kalt, wie der gesamte Film schauspielerisch. Also ich sag ja, Anakin steht, soweit man sagt, dass er niedergeschlagen ist, weil wirklich sehen konnte man das nicht, auf der Terrasse und sagt, er träumt von seiner Mutter, die absolut in Schmerzen liegt und was weiß ich. Und er sagt, hey, kontrollier mal ein bisschen deine Gefühle, Kollege. Hör auf, hier rumzuflennen. Dann sind sie im Aufzug und er sagt, du schwitzt. Ja, kontrolliere deine Gedanken. Deine Gedanken verraten dich. Also der ist so, das ist nicht wirklich der Obi-Wan, den wir in Episode 4, der einfach weise, aber ein Stück voll gefühlvoller und menschlicher rüberkommt. Und da kommt er mir zu robotisch rüber, tatsächlich auch in dem ganzen Film. Selbst da, Anakin kommt und sagt, ja, ich hab die Nachricht weitergegeben, aber dann sind wir hergekommen und wollten dich retten. Ja, gut gemacht. Aber ja. Ist das nicht genau das, was George Lucas versucht hat, damit auszudrücken, dass man ein Stück weit Verständnis für Anakin kriegt? Ich sag nicht, dass es gut geschrieben ist, aber es war immer so ein bisschen mein Gefühl, dass er halt, wenn wir bei Anakin sind, kann man auch noch was dazu sagen, aber dass er schon dem Zuschauer zeigen wollte, ja, Obi-Wan war schon nicht immer... Ja. Das muss ja einen Grund haben, warum Anakin sich dann später auch ein bisschen abwendet. Das ist ja das, was ich gesagt habe mit dem mehr oder weniger Fehlern der Jedi. Also definitiv nehme ich das so ein Stück weit mit rein, dass diese Kälte, diese Arroganz und was weiß ich, dieser Orden versprüht hat, dann ein Stück weit das mit reinnimmt. Aber ich finde trotzdem, das ist mir nicht menschlich genug. Du kannst trotzdem ein Stück weit Arroganz und was weiß ich spielen, aber dann trotzdem ein Stück weit Zuneigung oder so irgendwas. Also gerade in dieser Szene, wo er sagt, er träumt von seiner Mutter und ihn belastet es so krass und was weiß ich, hätte ich mir gewünscht, dass er die Hand auf seine Schulter legt und nur ein Wort sagt, irgendwie Qui-Gon passt auf sie auf oder irgend sowas. Das wäre doch cool gewesen. Das wäre menschlich gewesen und das wäre irgendwas, aber das ist so... Ich glaube, das ist so ein bisschen Differential auch, ne? Also da... Ich will jetzt auch nicht George Lucas da irgendwie sagen, dass er das grandios geschrieben hat oder sowas, aber das kann ich so ein Stück weit schon nachempfinden, so dass irgendwann so ein bisschen eine empathische Schiene kommt, aber trotzdem er sich versucht, die ganze Zeit auf den Jedi-Kodex noch so ein bisschen zu verlassen. Ich meine, Qui-Gon Jinn hat ihn ja, er war ja auch eher so ein bisschen grey und hat ihn auch ein bisschen alternativ. Ja, aber ey, gelernt, wenn du ne? Qui-Gon gerade nimmst, guck mal, wie mega empathisch er mit Anakin in Episode 1 umgeht.
wie mega empathisch. Du merkst, so ein richtiger Papa-Typ, wie sie zusammen da sitzen und die Midi-Chlorianer kontrollieren. Und der was, erstmal ein richtig mega gefährliches Rennfahren fahren. Ja, gut. Ja. Da, guter Papa. Da darf man natürlich so weit nicht in die Tiefe gehen, aber es geht ganz einfach, wenn du das runterbrichst, wie Charaktere miteinander umgehen, wenn sie Screentime haben. Die Entscheidung ist wieder was anderes, was man macht. Aber wenn man da sitzt und was sind denn Midi-Chlorianer und erklärt das total nett und was weiß ich und dann auch als sie beim Rat waren und Anakin zu ihm sagt, Anakin, ich werde dich trainieren, egal was der Rat sagt. Also das ist so, du merkst, dass Qui-Gon Jinn ist einfach sowieso so hammergeil. Du merkst, was für ein weiser, machtvoller Charakter das ist, aber trotzdem auch, was für ein Mensch das irgendwie ist und wie Mensch geblieben der ist. Und das finde ich so einen super geilen Spagat. Und das empfand ich tatsächlich auch bei Episode 4 beim Obi-Wan so, wo ich dachte, okay, gebrochener Charakter und so, aber ein Stück weit Mensch ist er definitiv auch geblieben. Und Ewan McGregor ist mir zu wenig Mensch in dem Film und ist absolut Mensch in Episode 3. Und das fehlt mir ganz einfach. Auch da verstehe ich dann den Spagat nicht so krass. Also auch da, er zeigt einfach viel Emotion. Natürlich ist Episode 3 auch ein Stück weit emotionsvoller, aber an sich fände ich zum Beispiel, die haben es absolut verkackt, dass Obi-Wan noch nichts wittert in Episode 2. Also er macht sich zwar Sorgen, Anakin ist arrogant geworden, aber ja, er müsste sich schon Sorgen aber machen. Eine Sache muss man ja dazwischen halten. Dazwischen sind ja noch die gesamten Klonkriege, die wir ja zwischen Episode 2 und 3 nicht sehen. Mhm. Die wir ja nur durch die Animationsserie sehen. Ich denke, da wird auch viel, und vor allen Dingen in Episode 3 passiert ja richtig viel mit Dings. Aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall an dem Punkt zu. Hä? Wer ist Dings? In Episode 3 sehen wir ihn ja auch mit Padme und was alles passiert. Mit Ach so. Das meinte ich. Aber ja, ich stimme dir ein bisschen zu, weil in Episode 2, Yoda kriegt das ja mit, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Übrigens dann auch in dieser super geilen Storytelling-Kamerafahrt, als der Chancellor sagt, warum begleitet ihn nicht einfach Obi-Wan und sein Padawan? Kamera zoomt auf Yodas Gesicht, der die eine Augenbrauen hochrankt, so, hä, was will er denn damit jetzt? Also so total obvious irgendwie. Ja, das war mein Einwand. Okay, ja, also wie gesagt, ich lieb sein Charakter und stimme dem Jonathan zu, wie gern hätte ich einen Film gesehen mit ihm, aber ich fand auch, er hat es nicht super gut gemacht in Episode 2, weil es ist mir an vielen Sachen zu kühl. Ich hätte mir auch viel mehr Menschlichkeit an sich einfach gewünscht, denn auch da Episode 1, er sagt, ich werde Anakin trainieren, ob ihr zustimmt oder nicht. Zu viel von dem von deinem alten Meister ist in dir, sagt Yoda dann noch zu ihm. Also, dass ja, er. Ja, stimmt, hast recht. Ne, dass er. Schon, ja. Und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Und da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, vielleicht andersrum. Mace Windu, der sowieso eine Abneigung gegen Anakin ein Stück weit hatte, der sagt, ach, die Fähigkeiten von deinem Padawan haben ihn aber auch ein Stück weit arrogant gemacht. Und er ihn vielleicht nur sogar ein bisschen verteidigt. Er hat mir so oft das Leben gerettet. Er ist der Auserwählte und er wird dann auch ein Stück weit das Gleichgewicht wiederbringen. Also, dass er ihn ein Stück weit verteidigt, aber im Dialog mit ihm immer wieder auch mit ihm ich empfehle euch, bitte lest, und wenn ihr es nicht euch kaufen wollt, guckt euch das Audio-Comic an auf YouTube, mega geil, Obi-Wan und Anakin, super geil, wo sie zusammen eine Mission erledigen. Das hätte ich mir mehr gewünscht. Ein Anakin, der viel mehr hinterfragt, nicht jammert bei Padme, er lässt mich einfach nicht weiterkommen und warum immer, sondern im Dialog wirklich mit Obi-Wan sagt, ich möchte weiter, irgendwie läuft was schief, ich bin nicht der ich sein sollte und ich habe zu viele Gefühle, die ich nicht haben darf, und Obi-Wan dann auch wirklich ein Stück weit liebevoll mit ihm auch spricht, wie das ein Vater macht, und sagt, die Gefühle sind normal, aber wir versuchen die durch Meditation in der Macht zu kontrollieren und nicht an uns heranzulassen, und du wirst das noch lernen, mein junger Padawan. So in die Richtung hätte das sein müssen. Aber die Dialoge liefen ab, oh mein Gott, ich träume von meiner sterbenden Mutter. Kontrollier deine Gefühle, Kollege, du Terminator. Also das ist so, ich weiß nicht. Allein schon, wenn du das nimmst, der Dialog Obi-Wan mit Luke Skywalker, dein Vater war einer der größten Piloten, die ich jemals getroffen habe, und ein guter Freund.
ja, bis er verraten wurde und was weiß ich. Auch da ist viel Emotion, als er mit ihm redet. Das ist einfach sehr stockesteif und ich versuche viel damit zu entschuldigen, was auch der Jonathan gesagt hat und was ich vor einer halben Stunde schon mal gesagt habe, dass das ein Stück weit auch so ist, dass dargestellt wird, dass diese Kälte und diese Arroganz und diese komische Art und Weise, wie die Jedis angegangen wurden, dass das ein Stück weit auch mit damit zu tun hat, wie das alles passiert ist. Problem ist nur, in den zukünftigen Filmen müssen sie da auch mal in die Richtung drauf eingehen, was ja Luke Skywalker halbwegs gemacht hat in Episode 8. Darum, wie gesagt, auch da wieder, gibt viele geile Sachen in Episode 8, die auch viele Sachen wieder aufgreifen, wo ich sagen muss, finde ich tatsächlich ganz cool. Na gut, jetzt kommen wir, würde ich sagen, dann auch zu den beiden absolut Oscar-verdächtigen Schauspielern. nämlich zu unserem Christian Haydison oder Hayden Christian, könnt ihr euch aussuchen. Heute darfst du. Heute darf ich als Anakin Skywalker oder die gute Natalie Portman als Padme, wobei man, nehme ich schon mal vorne weg, Natalie Portman jetzt Academy Award Gewinner und die hat ja schon ein paar Filme gemacht, wo sie bewiesen hat, was sie eigentlich drauf hat. Schon sehr kurios. Bei Hayden Christensen an manchen Ecken bewiesen hat, dass er auf jeden Fall mehr kann, als was er da gezeigt hat. Würde mich jetzt total interessieren. Ich sag einfach mal, wir besprechen die beiden tatsächlich im Duo, weil viel ganz einfach auch mit beiden zusammen passiert. Und dementsprechend würde mich total interessieren, Anakin Skywalker und Padme, wie siehst du es, Jonathan? Wie war ihr Part in dem Film? Wie haben sie dir gefallen? Wie hat dir die Liebesgeschichte an sich gefallen? Wie hat dir die Inszenierung gefallen? Ja, wie fandst du denn den Part der beiden in Episode 2? Also die Liebesgeschichte der beiden gehört wirklich zu dem Schlechtesten, was Star Wars überhaupt zu bieten hat. und da können, glaube ich, weniger die Schauspieler dafür, als wirklich George Lucas, wie er es geschrieben hat und als Regisseur ist er ja auch sehr wortkarg gewesen. Das heißt, wenn du mit jungen Leuten arbeitest, du musst ihnen schon genau sagen, was du willst. Wenn die er noch hat nicht zwei so Sachen immer gesagt. Faster and intense. Ja, und auch die Kameraeinstellungen waren halt alles langweilig, sodass es nicht wirklich besser rüberkam. Es gibt eine Szene zwischen den beiden, die ist wirklich absolut genial und der Rest ist wirklich schlecht. Aber ich habe auch noch mal zumindest versucht nachzuvollziehen, was George Lucas sich vielleicht beim Schreiben gedacht haben könnte, wenn man es entschuldigen wollen würde. Der Junge, der hat noch nie wirklich Frauen gesehen und hat keine Erfahrung mit Frauen. Und genau so verhält er sich auch. Notgeil. Der hat nicht die Selbstbeherrschung, seine creepigen Blicke zu verbergen, seine gierigen Blicke. Aber und, da muss ich sagen, seltsame Anmachsprüche. Das sieht aber nicht aus wie jemand, der da keine Erfahrung hat, sondern jemand, der mit der Chloroformflasche im Bus sitzt und wartet, dass jemand vorbeiläuft. Also da gibt es schon einen Unterschied, finde ich. Ne, ich weiß nicht, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie sonst Männer wären, wenn die nicht von Frauen erzogen worden wären, sondern ihr Leben lang das unterdrücken mussten. Ich glaube, ich weiß nicht, der ein oder andere von uns würde vielleicht auch so gucken. Ja gut, sagen wir jetzt mal, er hatte sicherlich ja keinen sexuellen Kontakt mit Frauen, aber es gibt ja Frauen im Jedi-Orden und es gibt ja auch Frauen auf seinen Missionen. Also er ist durchaus, die Frauen sind ihm ja schon bekannt. Also er ist jetzt nicht in einem Männerkloster groß geworden, ne? Nee. Aber er darf seine Gefühle ja trotzdem nicht zeigen. Ja, klar. Nee, also es war auch nur halb scherzhaft jetzt gemeint. Aber es gibt einen Moment zwischen den beiden, der ist halt wirklich genial. Ist und zwar, wo sie zur Arena rausfahren. Mhm. Das ist ein Moment, wo ich jedes Mal wirklich denke, boah, krass. Da wird einem schon ein bisschen warm ums Herz auf jeden Fall. Also das, gerade auch wegen dem Soundtrack da, das ist einer der wenigen Momente. Wäre der Rest auch in der Art gewesen, so von der Qualität. Es war ja, wir haben ja nicht wirklich viel gespielt, aber die Art und Weise, wie sie es gespielt haben, das war halt wirklich, das war der beste Moment zwischen den beiden. Ja. Und sonst Anakin ist der einfach nur. Du hast es ja schon gesagt, ne? Er hat im Grunde genommen nur seinen Meister. Obwohl Anakin hat noch eine geile Szene und zwar, die auch genial ist, und zwar, als er die Taskenräuber abschlachtet. Ja, die fand ich auch. Die Szene gut. Mit seiner Mutter ist. Und auch der Close-Up, wie er seine Mutter im Arm hält, ist tatsächlich so, dass ich sage, rein emo-mäßig nicht schlecht gespielt, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, da passt auch einmal sein Ausraster am Ende, wo er auch sagt: Ich habe sie abgeschlachtet, die sind wie Tiere. Und wie Tiere habe ich sie auch abgeschlachtet. Mhm.
Das war auch ziemlich gut gespielt. Ja, sonst ist er leider relativ blass gewesen und Padme auch. Okay. Gösta, wie sieht's bei dir aus? Die beiden Highlights. Wie fandest du in Episode 2? Fandst du gut deren Rolle? Wie haben sie es gespielt? Leg mal los. Ja, also ich gehe auch erstmal zuerst auf Zusammenspiel ein und da fand ich eigentlich auch alles absolute Vollkatastrophe. Und ja, da bin ich auch wieder bei Jonathan, also bis auf den Backenkümmscher da, also die Szene, wo sie in die Arena einfahren, die fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also die haben sie gut gespielt. Aber ansonsten wirkte das halt alles so ein bisschen wie so ein Teenie, zwei Zwölfjährige, die sich gerade verliebt haben und sich einen Brief schreiben, willst du mit mir gehen? Nein, meine Mama hat da was gegen. So hat das die ganze Zeit ein bisschen gewirkt. Es war halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, als wenn es halt eine Kinderbeziehung ist, ne? Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Das hätten sie auf jeden Fall erwachsener gestalten müssen. Ja, ganz kurz, es hat auch irgendwie keinen Sinn gemacht. Warum darf sie als Senatorin keine Beziehung haben? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, sie hat nur Rücksicht auf ihn Ja, genommen, ehrlich ich gesagt. glaube, also Okay. es gibt auch keine Szene, wo du siehst, dass sie irgendwie sagt, ich darf nicht. Das hat immer mit ihm zu tun. Wir sollten nicht, sagt er immer. Ja, und dann, ich frage mich auch immer noch, was die Regieanweisung da war. Also diese perversen Blicke von ihm, ne? Also, die sind ja nicht umsonst die Meme im Internet. Ne? Also, der guckt einfach so psycho, als wenn er jetzt gleich da sich schnappen würde oder echt eine Chloroformtüte mitnehmen und tschüss. Das ist echt ein bisschen pervers gestaltet, aber nun gut. Nee, also das Zusammenspiel zwischen den beiden fand ich auch, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Das ist Teenager-Niveau und hätten sie auf jeden Fall ein bisschen erwachsener gestalten müssen. Die Baskenräuber-Szene, die fand ich auch ziemlich cool. Muss ich auch sagen, weil da hat der Christian Haderson hat er gut gespielt, muss ich sagen. Hat er echt gut Wahrlich. gemacht. Und wie gesagt, also das haben wir, glaube ich, auch in den vorigen Podcasts auch schon ziemlich oft herauskristallisiert, dass ganz oft einfach die Regieanweisung war, die echt da einfach unterste Schublade war irgendwie. Ich glaube, da hätte der richtig viel gute Sachen draus reißen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Amidala, die war mir immer die ganze Zeit sehr gleichgültig. Also, Das die war mein war. Kindheitsschwarm. Ja, aber trotzdem, die hat voll komplette Kacke gespielt die ganze Zeit. Die hat zwei, drei, vielleicht auch vier gute Szenen gehabt, aber ansonsten war das echt alles unterirdische. Aber Sie sie war sah immer gut unterirdisch. aus. Ja, das Die stimmt. sah Ja, immer gut aus. Sie sah immer gut aus. stimmt. So Ich habe scheiße mir gespielt. damals auch schon gewünscht, dass ich eventuell gerne mal über die Wiese mit ihr gerobbt Ein bisschen wäre. Dabei wäre ich wahrscheinlich eher das Rüsselvieh im Hintergrund gewesen. zwei Aber Minuten durch die Wiese gerollt. ja, kein Problem. Ja, Ich das finde mag ich halt auch so Sand. schade, dass sie da so eine Teenager-Scheiße in den ganzen Film. Ich meine, das ist, glaube ich, damals der längste Film von Star Wars gewesen, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch Nee, liege, ich aber ich glaube, glaube hast recht, ja. ja. Das ist richtig, Und ja. da haben sie halt so eine Szene elendig lang gedreht, die absolut völlig behindert waren und völlig Boah, die scheiße waren, wo Dialoge. Die Dialoge waren so die furchtbar. Dialoge. Mittlerweile finde ich heutzutage so, wo er hier diesen Apfel, wo sie ja gegenüber vom Tisch sitzt und erhebt, also diesen Apfel da mit seiner Macht hoch, die finde ich mittlerweile auch heutzutage eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber trotzdem, dass Und sie soll ich dir fünf sagen, dass die Minuten. Szene viel cooler gewesen wäre, hätten da eine Sache mit drin gewesen, denn es sollte vorher noch eine Szene geben, wo er, wie er das schon macht, als Padme ihren Koffer packt, mit der Macht so einen Ball jongliert und irgendwelche Sachen macht und Obi-Wan ihm das verbietet, weil er sagt, und die Macht ist kein Spielzeug, sondern die Macht wird dazu gebraucht, wenn sie benötigt wird. Und dann hätte diese Szene auch viel mehr Sinn ergeben, weil er sich auch da wieder widersetzt hat, ja, dass er Ach, da, ne? das ist aber auch ein bisschen schwachsinnig. Ich meine, Macht muss Ja, man ja aber ausüben. das soll, Trainieren, trainieren. klar, das Kann er soll sagen, halt, ich ne, trainiere. das soll halt die Jedis auch ein Stück weit spiegeln, was sie damals für eine Scheiße gemacht haben, für eine Versteifte, ganz klar. Ja, stimmt schon. Nee, aber ansonsten, also Anakin, wie gesagt, also da liegt echt ganz viel an der Regieanweisung, dass die haben das halt komplett hölzern irgendwie dargestellt. Wie gesagt, den Soundtrack, den kriege ich auch nicht irgendwie, den verbinde ich irgendwie mit was Negativem anscheinend, deswegen finde ich den wahrscheinlich auch nicht so schön. Hören Aber die nochmal an, trotzdem, auf jeden Fall. ja, das mache ich dann mal ohne die Szene im Kopf. Nee, aber trotzdem, da haben sie so viel Screentime verschwendet. Hätten sie es vielleicht ein bisschen kürzer gehalten,
dafür intensiver geschrieben und sowas, ein bisschen erwachsener geschrieben, dass das halt keine Kinderbeziehung ist. Ich meine, die beiden sind ja 18, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie ja älter als er, ne? Das ist ja schon mal klar. Aber sie haben das halt komplett verschenkt irgendwie. Also da hätte man so viel Potenzial gehabt, aber. Ich sag sogar, man hätte wahrscheinlich die ganze Liebesszene zwischen den beiden nur mit Blicken ab und ohne Dialoge abhandeln können, dass sie sich immer sehen. Und dann hätte es wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt, ohne diese scheußlichen Dialoge. Ja, Aus genau. Versehen zur gleichen Zeit nach der Flasche greifen. Oh, ups. Ich meine, das ist Twilight-Niveau. Also Twilight sogar noch ein schlechter. Ja, Also, nur mit dem Unterschied, dass der Hayden Christensen in dem Sonnenlicht nicht funkelt. Sonst. Stimmt. Und nicht durch den Wald rennt, Ja. wie als wenn ihn jemand verfolgt. Oh, die Szene fand ich auch immer gut. Twilight. Pium, ab durch den Wald. Nee, aber trotzdem, also. Können gerne mal eine Twilight-Review machen. Ja, gerne. Nein. Nee, aber wie gesagt, also, da haben sie ganz, ganz viel verschwendet und die ganze Beziehung hätten sie einfach ein bisschen auf Erwachsene trimmen müssen und ein bisschen mehr bessere Dialoge hätten sie schreiben müssen und eigentlich alles besser machen müssen. Da Ja. hilft ein Backenkuss, hilft da auch nicht. Ja, also ich muss sagen, erstmal lass dir bitte meine Freundin in Ruhe, die Partner. Also war natürlich damals mein absoluter Oberschwarm und ne, da hab ich das alles ein bisschen anders gesehen. Da dachte ich nur, wow, aber da war ich auch schon der absolute Ober-Star Wars-Fan. Das war wahrscheinlich für die Leute, die bei der Originaltrilogie ins Kino sind, die Leia, waren alle so schwarmmäßig in die verschossen. Ich muss natürlich sagen, dass auf dem Papier ist das wahrscheinlich die tragischste und coolste und oder ich sag sogar schönste Liebesgeschichte überhaupt, die es in Hollywood gab. Würde ich sogar so weit gehen. Einfach nur aus der Tragik heraus, dass sich jemand in jemanden verliebt, aber nicht verlieben darf, Romeo und Julia Style, den in Gefahr wiegt und schon viele Leute verloren hat oder eine wichtige Person verloren hat und jetzt ganz große Anzeichen gibt, dass er auch diese Person verliert, die auch noch Kinder von ihm bekommt, was auch noch verboten ist. Und aufgrund dessen, was er machen will, um sie zu beschützen, tötet er sie eigentlich erst und wird zu dem, was oh, ist eigentlich schon eine epische, emotionale Story. Die Umsetzung ist natürlich Berlin Tag und Nacht. Die ist natürlich, also, wow. Die Szene mit der Wiese, da komme ich bis heute nicht drauf klar. Wenn sie sich rollen und dann total cringy und dann mit dem schlechtesten CGI-Effekt überhaupt, wo man sieht, er steht auf dem flachen Brett oder so, aber steht dann auf dem Rüsselvieh und steht auch total schräg, wo er eigentlich hinfallen müsste und spielt dann tot, weil er ja bestimmt tot ist nach dem Fall. Also, das ist so, weiß ich nicht. Also ich finde auch, und darum habe ich den Joke gemacht mit der Chloroformflasche, du siehst direkt bei dieser einen Szene, als er, sagt George Lucas im Hintergrund, jetzt guck mal emotional, so als würdest du sie wirklich begehren. Und er reißt voll komisch die Augen auf, total abgefahren, wie als würdest du das einem kleinen Kind sagen, jetzt guck mal, als würdest du die lieben. Und er verzieht voll das Gesicht und dann kommt auch noch, dann hörst du halt auch noch Padme, die dann sagt, hör auf mich so anzugucken. Und währenddessen macht er weiter diese komische Gesichtsspastik, wo er dann sagt, warum? Warum soll ich? Also, wow. Es ist mir irgendwie unangenehm. Ja, genau, ist mir unangenehm und ich denke jedes Mal, ja, mir auch, wenn ich das sehe. Definitiv. Also, das ist so, weiß ich nicht, das ist so schlecht gemacht und ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht wirklich gut. Ich mache jetzt mal einen kurzen Pitch, in welche Richtung ich auch gerne gehabt hätte, dass Episode 2 geht. Ich hätte gerne gehabt, dass die beiden sich gar nicht mögen. Am Anfang von Episode 2. Die treffen sich wieder, die anfängliche Freude ist cool, dann findet aber eventuell, denn das wird ja auch in späteren Szenen wiedergegeben, Padme ihn relativ arrogant. Ja, und er versucht sich auch so ein bisschen zu beweisen und kommt genau aus diesem Grund arrogant rüber. Was er auch in manchen Szenen auf Naboo eigentlich auch ist, ne, wenn sie mit der Königin sprechen und er dann sagt, nein, aber ich bin hier für die Sicherheit zuständig, egal ob ich nur ein Padawan bin und du hörst auf mich. Also so, dieses Back and Forth hätte ich gerne mehr gehabt, weil ganz oft aus solchen Beziehungen ja dann auch was entsteht. Nehmen wir nur Han und Leia, ne? So dieses Gekappel miteinander. Und dann hätte ich es total gerne gehabt, dass wir uns dann einen Großteil des Films tatsächlich auf die beiden fixieren, aber nicht auf deren Liebesstory, sondern dass die so im Abenteuer-Style aller Leia und Han entstanden wäre, denn ich hätte es total gerne gehabt. Es gibt eine Deleted Scene,
wo Anakin und Padme bei ihren Eltern zu Hause auf Naboo sind und essen. Und während Anakin dann irgendwie draußen am Fenster, glaube ich, mit irgendeinem Kind oder irgendwas spielt, ob ich den mit Kindern spielen lassen würde, ist die andere Frage, sehen wir dann auf jeden Fall, wie ihre Geschwister und die Eltern zu ihr sagen, na, was geht denn ab mit euch beiden? ja, und sie sagen, ach, gar nichts, da ist nichts, ja. Also da ist so ein bisschen, da merkst du schon, da wird schon ein bisschen mehr rein investiert in das Ganze, was da zwischen den beiden passiert. Und ich hätte es zum Beispiel total gerne gehabt, und dann hätten wir wieder auch einen Charakter aufgewertet. Anakin ist mit ihr zusammen nach Naboo gegangen, um sie zu beschützen, um unterzutauchen, dass sie nicht getötet wird. Wie geil wäre es denn bitte gewesen, wenn sie auswendig gemacht worden wäre und Jango Fett mit ein paar anderen Bounty Huntern sie auswendig gemacht hätten die Eltern von ihr getötet und sie wären gerade so entkommen und Anakin hätte sie gerettet und hätte aber mehr oder weniger auch da schon Anzeichen so ein bisschen mit diesem Tusken Raider Ding gezeigt. Also, dass er auch da schon die Art und Weise, wie er die Bounty Hunter da wirklich kurz und klein gemacht hätte, weil sie die Liebe seines Lebens bedrohen, da auch schon nicht Jedi-like abserviert, sondern ein bisschen düsterer und sie von da an wirklich untertauchend auf der Flucht sind. Alle Born Identity wirklich versuchen, in absoluten Slums unterzutauchen und da nicht gefunden werden und dass sich dadurch dieses, wir tauchen zusammen unter und was weiß ich, dann so eine gewisse Dynamik entwickelt, wo die beiden Gefühle füreinander entwickeln, denn konstruierst da wieder 4-Stunden-Film, glaube ich. weil das Coole wäre gewesen an dieser Stelle, sie hat ihre Eltern verloren und alles und ist dann absolut niedergeschlagen und dann kommt trotzdem noch die Szene, wo er von seiner Mutter träumt und sie fliehen nach Tatooine und seine Mutter stirbt und sie sind so auf einer Page. Das ist sowas, was sie auf einmal verbindet, ja? Ja, vom Storyboard her würde ich auch sagen. Ja, mega geile Idee. Es wäre absolut, es wäre eine verschweißte, Geschichte dadurch, dass man sagt, okay, was deinen Eltern passiert ist und meine und wir sind auf uns gestellt, aber wir können uns aufeinander verlassen und so entwickelt sich diese ganze Romanze. Hätte ich einfach gut gefunden. Und nach wie vor ist es so, traurig, wenn man drüber nachdenkt, dass DiCaprio damals abgesagt hat, diese Rolle zu übernehmen, weil er gedacht hat, er ist noch nicht gut genug für so einen Blockbuster. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, dass er eine bessere Partie gewesen wäre, einfach nur aufgrund dessen, was George Lucas zugelassen hätte und was da passiert ist. Denn War da nicht schon Titanic? Bitte? War da nicht zu der Zeit schon Titanic gewesen? Titanic war 1997, mein Lieber. Ja, also Titanic war zu dem 5 Jahre her gewesen. War zu dem Zeitpunkt noch nicht und Leo war auch noch nicht der Leo, ja, der danach war. Aber er hat sich noch nicht fit genug gefühlt und ich glaube auch er hätte es nicht viel besser gemacht. Tatsache ist, ich finde, in Episode 2 hätte er so alt sein müssen wie in Episode 3. Ich finde, da hätte er schon so alt sein müssen und dann in Episode 3 nur ein paar Jahre älter, denn ich finde, so alt wie er jetzt in Episode 2 ist, hätte er schon in Episode 1 sein müssen. Das war einfach zu jung schon in Episode 1, was auch ein Stück weit einfach das Ganze untermauert hätte, dass die Jedis vorher ihn auch nicht wollten und dass er unterwiesen wird, denn er ist zu alt. Und Leute, die zu alt sind, die haben schon zu viel von den Sachen verinnerlicht, die Jedis verabscheuen, nämlich an Sachen zu hängen, Sachen mitzuschleppen und was weiß ich und sich nicht von Sachen zu trennen, das fällt einfach Leuten, die älter sind, schwerer als kleinen Kindern. Und genau das ist das, was ich schade finde, dass es da gemacht haben. Time Jumps finde ich in Star Wars eigentlich immer ganz cool, weil du viel machen kannst, aber dann musst du auch dementsprechend halt ein Stück weit Informationen liefern. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich so weit, wenn ich niemanden vergessen habe, mit den wichtigsten Charakteren durch. Ich habe jetzt bewusst nicht Jar Jar Binks genommen, weil ich den tatsächlich aber eigentlich noch vorher besprechen wollte, weil haben sie gut gelöst. Weil George Lucas ja da auch bewusst tatsächlich auf die Fans reagiert hat und seine Rolle wohl um einiges kleiner gestrickt hat, als sie eigentlich sonst sein sollte. Um Gottes Willen, man mag sich nicht ausmalen, was eventuell passiert wäre, wenn sie das ein Stück weit größer gestrickt hätten. Das wäre sicherlich nicht so amüsant gewesen. So, Jungs und Mädels. Den ersten Part habt ihr jetzt zu Ende gehört. Weiter geht's mit Part 2 mit sämtlichen Szenenbeschreibungen zu Episode 2. Bis dann. Peace.